So, schön, dass ihr hier seid. Herzlich willkommen zu dem Gesprächs- und Vortragsabend, der das Thema hat, ein Blick auf Israel, ein offenes Gespräch über die Lage im Nahen Osten. Als wir vor einigen Wochen, ich weiß gar nicht, Johannes, wann das war, gefragt haben, welches Thema ist für heute Abend dran, da hat man gemerkt, die Weltlage ist so im Fluss, dass man gar nicht sagt, jetzt machen wir das Thema. Und dann hast du diesen genialen Titel vorgeschlagen, einfach ein Blick auf Israel, ein Vortrags- und Gesprächsabend mit einem offenen Gespräch. Und schön, dass ihr da seid und dass wir gemeinsam den Abend haben können. Johannes, erstmal dich herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist, mal wieder hier bist in München, was ja eigentlich viel zu wenig ist, ja. Also an uns liegt es nicht. Ich glaube, manche kennen dich, aber es gibt auch eine ganze Menge, die dich nicht kennen. Deswegen, wir machen jetzt mal ein kurzes Interview, wo ich dir ein paar Fragen stelle und du darauf antwortest in deiner schwäbischen Kürze. Das ist neu heute Abend, die schwäbische Kürze. Die entdecken wir. Du lebst seit 30 Jahren in Israel. Was hat einen Schwaben nach Israel gebracht, dass er dort bleibt? Das Flugzeug. Und welche Motivation war in das Flugzeug gepackt? Naja, meine Familie ist reingegangen, da bin ich mitgegangen. Wir sind vor 30 Jahren für ein bis zwei Jahre dorthin gegangen und die sind noch nicht vorbei. Ja, ich meine, in Israel, da hat die Zeit manchmal ein bisschen relativ, ja. Du bist, glaube ich, am Anfang stärker als Journalist dort gewesen. Nee, ich war am Anfang mit einem Hilfswerk dort und dann wurde ich von Friedrich Hensler, Wolfgang Barke, wer da alles dabei war, gefragt, das war 1998, ob ich nicht als Journalist arbeiten könne. Und ich habe gesagt, ja, ich probiere das mal und das hat ganz gut geklappt. Und da war ich 20 Jahre als Journalist unterwegs in Israel, in den Palästinensergebieten, aber auch drumherum. Und 2017 habe ich dieses Journalist und Theologe wieder umgedreht und bin wieder mehr auf die Bibel zurückgekommen. Was war die Motivation dafür? Für das auf die Bibel zurückkommen? Ja. Ich habe gemerkt, dass ich werde da gleich nachher was dazu sagen, aber dass wir ein riesen Kommunikationsproblem haben. Und gerade auch gegenüber dem jüdischen Volk. Und ich denke, dass ganz viel damit zusammenhängt, wie wir als Christen geprägt sind. Und wenn man, ich habe dann auch bei mir selbst, also ich habe da vieles auch im Eigeninteresse gemacht, dass ich gesagt habe, ich möchte da eigentlich an den Dingen, ich habe das schon als Journalist immer wieder gemacht, aber an den Dingen vermehrt arbeiten, die für mich so ganz grundlegende Knackpunkte sind an der Bibel. Und ich habe dann einfach die Chance genutzt, ja. Und es ist, wir haben bis heute überlebt, ich sage jetzt mal so. Jetzt haben wir so ein paar äußere Dinge. Jetzt sind einige Damen hier und bevor die am Schluss wieder sagen, warum hast du nicht nach der Familie gefragt? Also kannst du ein paar Sätze zu einer Familie sagen? Ja, natürlich. Also ich muss dazu sagen, ich habe mir eigentlich über die Jahre hinweg immer etwas Mühe gegeben, meine Familie außen vorzuhalten, was das Berufliche betrifft. Und zwar ganz einfach deshalb, weil es in puncto Nahost, Israel, drumherum eine ganze Reihe von Fettnäpfchen und Spannungsfeldern gibt. Und mir lag dran, meinen Kindern da Freiheit zu lassen. Also ich habe meinen Kindern versucht, Optionen offen zu halten, sowohl was ihre Aufenthaltsgenehmigungen betrifft, als auch ihre Schulausbildung, als auch die Sprachkenntnisse. Meine Frau ist Tschechin. Und wir haben da versucht, Optionen offen zu halten. Wir sind heute ganz froh, also wir haben 5 Kinder und 5 Schwiegerkinder und 3 Enkel und alle sind in Israel. Also das hätte ganz anders kommen können, ja, also da waren Optionen offen bis nach Neuseeland und es war so meiner Frau und mein Albtraum, dass so die Familie irgendwann mal
über die ganze Erde verstreut ist, aber es ist jetzt ganz schön, dass wir so, ich sage jetzt mal mit dem Abstand von 100 Kilometern, 120 Kilometern, mehr oder weniger in einem Land wohnen. Du wirst uns später dann einiges auch an Antworten geben, auf Fragen, die die Leute heute mitgebracht haben. Du wirst uns einen Bibeltext auslegen und vielleicht nochmal so, du kommst ja immer wieder nach Deutschland zurück. Wo empfindest du den größten Unterschied zwischen Israel und Deutschland? Das haben wir nicht vorbereitet. Ich habe jetzt gerade überlegt, wenn ich morgens jogge, dann ist es so richtig schön, im Nieselregen zu joggen. Ich weiß. Ich könnte jetzt auch bringen, dass Israel einfach dreckig und vernachlässigt ist. Ich weiß, dass das den Israel-Freunden überhaupt nicht gefällt. Aber ich könnte auch sagen, ich wundere mich, wie ordentlich und sauber man Städte aufbauen kann. Das muss nicht alles chaotisch und durcheinander sein. Ich finde es faszinierend, wie bei euch der Verkehr fließt. Ja. Also die Israelis haben einen Stau gehen, die machen überall einen Stau. Wenn man dann böse ist, sagt die macht man, also die Palästinenser sagen, die machen überall Straßensperren. Das ist aber nicht unbedingt eine Straßensperre, sondern das ist ein Stau gehen. Ja? Wenn es eine Chance gibt, das alles zum Halten zu bringen. Ich habe auch, als es mal geschneit hat in Jerusalem, habe ich gemerkt, dass man mit zwei Autos eine Autobahn so sperren kann, dass es dann aussieht. Wir sind am nächsten Morgen runtergefahren und da sagt mein Sohn, das sieht aus, wie wenn die Entrückung gewesen wäre. Da standen Tausende von Autos kreuz und quer im Schnee und sind einfach nicht mehr weitergekommen. Ja, die haben nachher tagelang gebraucht, um die wieder rauszubekommen, weil die Leute mussten ja dann wieder zurücklaufen zu ihren Autos. Ja? Und man musste die Leute finden, die da zuerst wegfahren und dann herrlich. Ja? Also ich wäre einfach an den Rand gefahren. Man kann das auch, wenn es hochrutscht, kann man rückwärts an den Rand rutschen. Aber nee, also in der Mitte und dann raus und weglaufen. Und also ihr wisst gar nicht, was ihr hier habt. Ja? Da gibt es viele Dinge. Bei euch ist es auch so, ich meine, mir war nie klar, dass Bayern und Schwaben so, einander so gut verstehen. Ja. Das ist, dort muss ich schon zum Nachbarn gehen und wir müssen eine gemeinsame Sprache suchen. Wobei, also meistens geht alles auf Hebräisch, außer man kommt zu Russen oder Franzosen. Also das sind alles Israelis, ja, aber die eben vor allem die andere Sprache können, da holpert es dann manchmal etwas. Soweit erstmal. Wir können später noch viel mehr Fragen stellen. Wie läuft's ab? Wir werden jetzt in dem ersten Teil von Johannes einen Bibeltext ausgelegt bekommen, Input bekommen. Und danach ist die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und an der Stelle begrüßen wir alle, die auch in Zoom heute Abend dabei sind, so weit über die Stadt hinaus, die nicht kommen konnten. Und für alle, die jetzt bei Zoom sind, zwei Hinweise. Bitte lasst die Stummschaltung eingeschaltet und ihr könnt später Fragen stellen in Zoom. Und das nur im Chat, schreibt es einfach rein. Und hier haben wir Sam Dieterle, der wird euer Sprachrohr sein. Der wird die Fragen dann aufgreifen und sie dann stellvertretend für euch an Johannes stellen. Jetzt würde ich gern mit uns noch beten für den Abend und dann freuen wir uns, Johannes, auf deine Bibelarbeit. Jesus, wir sind froh, dass wir uns immer wieder mit dir, mit deinem Volk, mit unserer Welt und auch mit uns selber beschäftigen können. Und dass wir das in deiner Gegenwart tun können. Du bist jetzt hier und wir bitten, dass du diesen Abend deine Prägung gibst und dass du uns darin segnest und einfach beschenkst. Amen. Am Ende gibt es noch einen kurzen Blog mit Büchern, mit Materialien, mit Unterstützung und solchen Dingen, aber das machen wir dann ganz zum Schluss. Johannes, jetzt freuen wir uns auf deine Auslegung und dann wird es in die Fragerunde gehen. Ich habe das gerade eben schon angesprochen. Wir haben ein Kommunikationsproblem. Und ich habe das gerade nach dem 7. Oktober gedacht, wo ich manches aus Deutschland gehört habe und mich an manchen Stellen bei manchen Äußerungen von manchen Leuten gefragt habe, was hast du da eigentlich 30 Jahre gemacht?
Ich habe es auch in anderen Stellen schon erlebt. Und die Frage ist nicht jetzt, dass ich einen Vorwurf mache, ihr versteht ja gar nichts. Sondern die Frage, und was mich frustriert hat, war die Frage in meine Richtung, bin ich überhaupt in der Lage zu kommunizieren? Warum verstehen Menschen etwas ganz anderes? Warum ist es so, dass man hier Dinge auch in den Medien hört, in Gesprächen hört, an Fragen auf einen zukommen, die klingen, wenn man zu lange in Israel gelebt hat, ganz anders. Und ich habe gemerkt, dass an vielen Stellen Israeli und Deutsche so aneinander vorbeireden. Manchmal finden das die Israelis auch ganz gut. Man kann sich dann darauf einstellen und deutschen Touristen das liefern, was sie gerne hören wollen. Und dann sollen sie ihr Geld da lassen und wieder gehen und möglichst nächstes Jahr oder übernächstes Jahr wiederkommen und wieder ihr Geld lassen und wieder gehen. Und man kann denen ja auch, ich habe da manchmal schon gesagt, ja, da gibt es Gruppen, die waren schon 20, 30 Mal im Heiligen Land, aber noch nie in Israel. Und warum ich das sage, ich halte es für ganz wichtig, dass auch nachher, wenn wir miteinander ins Gespräch kommen und da etwas radikal oder politisch unkorrekt oder gegen den Strich gebürstet oder wie auch immer wehtut, dass wir dann zurückfragen, wie hast du das gemeint? Ich halte es für ganz, ganz wichtig, übrigens bis hinein in die höchsten politischen Ämter, dass wir hier in Deutschland neu fragen lernen, verstehen wir überhaupt? Ich denke, Journalisten sollten das viel mehr fragen, aber ich denke auch Zeitungsleser. Und wir haben heute über Internet, über andere Möglichkeiten, sehr, sehr viele Möglichkeiten, sehr breit, uns zu informieren. Mein Anliegen ist jetzt nicht, Ihnen heute Abend zu sagen, wie Sie zu denken haben. Ich werde vielleicht auch Dinge ansprechen, Dinge bringen, wo Sie sagen, ja, wir haben jetzt aber was ganz anderes erwartet. Halten Sie die Fragen, die Sie mitgebracht haben, die Erwartungen, die Sie haben, fest. Siegfried hat es schon angedeutet, wir werden nachher miteinander ins Gespräch kommen, da wird er mit dem Mikrofon durchlaufen. Da dürfen Sie alle und jede Frage stellen. Und mir ist es ganz wichtig, dass Sie da keine Sorge haben. Es gibt heute Abend keine dummen Fragen. Es gibt keine politisch unkorrekten Fragen. Mir liegt dran, dass Sie einen kleinen Schritt weiterkommen, dass wir gemeinsam einen kleinen Schritt weiterkommen, besser zu verstehen. Ich werde auch in letzter Zeit nicht müde, das immer wieder zu wiederholen. Vielleicht sollten wir in Deutschland mehr lernen, dass es da auch zum Beispiel in der Berichterstattung mindestens drei Kästchen gibt. Das eine ist, was ist tatsächlich passiert? Was geht da vor sich? Was denken die Menschen dort? Was sagen sie nicht? Also, ich sage jetzt einmal, die erste Sache wäre so die Fakten, wo ich dann von einem Journalisten einen Bericht erwarte. Eine zweite Sache wäre, dass ich unterschiedliche Dinge, geschichtliche Entwicklungen, Fakten, Meinungsäußerungen zusammenpacke und eine Analyse mache. Und ein dritter Schritt wäre dann, dass ich meine Meinung mir bilde und sage, was meine Meinung ist. Was für mich als Journalist immer wieder frustrierend war, wenn ich versucht habe, eine Analyse zu schreiben, das heißt Fakten zu nehmen und zu sagen, wie passt das zusammen, wie ist das zu verstehen? Und dann landet es hier ganz schnell bei einer Zeitung im Meinungsteil. Als Kommentar. Und ich habe dann hinterher gedacht, ach, hätte ich doch wenigstens meine Meinung gesagt. Dann hätte ich aber nochmal richtig reingehauen. Aber ich habe meine Meinung gar nicht gesagt. Ich habe versucht, zum Verständnis zu helfen. Und das wären so Vorgänge, das halte ich für ganz, ganz wichtig, dass wir da miteinander dran arbeiten.
Ich möchte auch sagen, heute Abend ist hier mal etwas anders. Normalerweise kommen Sie hierher in die Gemeinschaft, um sich bekehren zu lassen und dann alle gleicher Meinung rauszugehen. Rechtgläubig. Richtig? Habe ich es richtig sagen dürfen? So ungefähr, ja. Wir dürfen heute, nein, später, was weiß ich was, ja. Wir dürfen heute Abend unterschiedlicher Meinung hier rausgehen. Woran mir liegt, ist, Ihnen etwas an die Hand zu geben, dass Sie bewusst einen Schritt weiter in Ihrer Meinungsbildung kommen. Und ich sage Ihnen, was mir bei Israel auch, was mich sehr packt, ist, dass vor allem hier in Deutschland praktisch jeder in puncto Israel eine Meinung zu haben scheint. Da wird man auch gleich eingestuft als pro- oder anti-israelisch oder pro-palästinensisch oder anti-palästinensisch. Aber ganz oft ist es so, dass die Leute gar keine Ahnung haben. Aber eine Meinung haben sie. Wenn ich mit ähnlichen Dingen komme, zum Beispiel, ich war letztes Jahr in Afrika, habe von dort was erzählt, da sagen die Leute, habe ich überhaupt keine Ahnung davon. Warum muss ich da jetzt Stellung beziehen über das oder das? Vielleicht sollten wir da manchmal zurücktreten und sagen, ich warte mal noch etwas. Übrigens gilt es auch fürs Bibellesen. An vielen Stellen ist mein Eindruck, sollten wir noch mal viel schneller, viel langsamer hinsehen und kauen und miteinander diskutieren, wie das eigentlich zu verstehen ist, bevor wir dann sagen, das und jenes ist unsere Meinung. Was mir da auch wichtig ist, ist, dass wir, ich sage jetzt einmal, uns über unsere eigenen Werte im Klaren sind und dann auch fragen, ja, das, was ich jetzt nach außen hin tue, entspricht das meinen Werten? Ich habe gerade im Blick auf Israelis und Palästinenser, wenn ich deutsche Politik dorthin ansehe, den Eindruck, dass da von der deutschen Politik ganz viel unterstützt und vorangetrieben und finanziert wird, was gar nicht unseren Werten entspricht. Wir unterstützen zum Beispiel eine palästinensische Autonomiebehörde mit unwahrscheinlich viel Geld, in der es eine Reihe von Verbrechen gibt, auf die Todesstrafe steht. Zu diesen Verbrechen gehört zum Beispiel Landverkauf an Juden. Überlegen Sie sich mal, wie das wäre, wenn hier in München ein Jude käme, ganz gleich welche Staatsbürgerschaft er hat, wollte sich irgendwo ein Haus kaufen. Und wenn Sie ihm das verkaufen, dann würden Sie mit der Todesstrafe bedroht. Das ist Tatsache in der palästinensischen Autonomie, die wir unterstützen. Entspricht das unseren Werten? Eine andere Sache ist, die ganz groß da ist, dass in der palästinensischen Autonomie die Todesstrafe steht auf Kollaboration mit dem Besatzer. Und ich habe das selbst miterlebt, dass ein junger Ingenieur im Gazastreifen schon vor 15 Jahren mir vorgeschwärmt hat über israelische Freunde, die er hat. Hat er irgendwo in Zypern oder im Studium kennengelernt. Und dann kommt ein anderer her und sagt, wir waren zu dritt zusammen. Sag mir da, pass auf, was du sagst. Es ist hochgefährlich. Das kann einen das Leben kosten. Und die Frage ist, was da wie ausgelegt wird. Also wie sind unsere Maßstäbe? Ich möchte Ihnen zum Anfang und zu Beginn nicht einen Bibeltext auslegen, ich werde 2, 3 nehmen vielleicht oder 4, aber ich möchte Sie mitnehmen und Ihnen eine Sache zeigen, die ich für ganz entscheidend wichtig halte, auch im Blick unserer Einstellung. Es gilt nicht nur Israel gegenüber, auch anderen Ländern, anderen Kulturen, wenn wir denen begegnen. Ich möchte Ihnen eine Sache zeigen, die eigentlich jedem, der klare Maßstäbe hat, einen klaren Kopf hat, ganz einfach zeigt, auf welcher Seite er zu stehen hat, wenn es um Israel geht. Ich sage es jetzt mal so einfach, das wird nachher, wenn wir in Einzelheiten hineingehen, noch komplizierter. Aber ich zeige Ihnen eine etwas einfache Sache, die es uns auch einfach machen sollte, dann mit Palästinensern und mit Israelis zu sprechen. Wenn ich ganz am Anfang in der Schöpfungsgeschichte anfange, keine Sorge, ich mache es jetzt nicht zu lang, aber der lebendige Gott hat uns geschaffen, ich vermute, die meisten kennen das, in seinem Bilde, in seiner Ähnlichkeit. Und eine Sache, die ganz entscheidend wichtig ist, er hat uns geschaffen, um Verantwortung zu übernehmen.
Stellung zu beziehen und dann zu sagen, ja, dafür bin ich verantwortlich, das meine ich so, das ist der Weg, den will ich gehen. Ich bringe Ihnen einen Psalm, der das ganz, ganz faszinierend zusammenfasst und Sie werden sehr schnell merken, ich schnapp da vielleicht mal ins Du rüber, weil es da sehr, sehr persönlich wird. In Psalm 8, wenn Sie eine Bibel da haben oder, ja genau, ich wollte mir meine Uhr noch rauslegen, also da braucht man das dann auch, ja. Auch da kann man die Bibel drin haben, dürfen Sie das aufschlagen oder auftippen. Psalm 8 und ich lese einmal ab Vers 4. Da heißt es, wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast. Und jetzt kommt es zu uns als Menschen. Da heißt es, ich habe es ja auf Hebräisch von mir, ma enosh ki tizkerenu. Was ist der, bei Ihnen steht wahrscheinlich Mensch, das reicht aber nicht. Ich habe mal übersetzt mit Menschenschwächling. Jetzt muss ich Ihnen das, ich habe das Wort gerade vorgelesen, enosh. Sie kennen das, der Adam und die Eva haben ihren Sohn nach dem Kain und Abel, haben die enosh genannt. Wenn wir heute im Hebräischen davon reden, dass jemand verletzt ist oder dass es irgendwo Verletzte gab, das kann ein Verkehrsunfall sein, das kann im Krieg passieren, dann gibt es da Leichtverletzte und dann gibt es Mittelschwerverletzte und dann gibt es Schwerverletzte und dann gibt es im Hebräischen noch einen anderen Ausdruck über schwerverletzt hinaus, der heißt Anush. Das ist dasselbe Wort wie hier der Enosh. Und wenn es über jemanden heißt, der ist anusch verletzt, dann ist er so schwer verletzt, da weiß man, der hängt nur noch an den Geräten. Wenn da Geräte ausgeschaltet werden, ist er weg. Da ist eigentlich keine Hoffnung mehr da. Das ist anusch. Und dieses Wort wird hier verwendet. Was ist der Enosh? Menschenschwächling. Aber Sie dürfen gerne in den Spiegel sehen und vielleicht sind Sie pietistisch erzogen, ja, und wissen, dass wir gar nichts sind und nichts können und nichts taugen und wie auch immer, ja, was uns da beigebracht wurde, wenn die Eltern oder Erzieher das verwechselt haben, dass ein Mangel an Selbstgefühl noch lange keine Demut ist. Also da kommen ja unterschiedliche Dinge rein, ja, aber was kann ich denn machen, wenn Sie so richtig niedergedrückt sind? Ich darf da einmal Du sagen, von dir ist hier die Rede. Jetzt geht es im nächsten Satz gleich weiter. Da heißt es, Benadam kitifkedeno. Und Sie haben vielleicht das Wort Benadam verstanden. Da steht dann der Menschensohn. Das ist dieser Titel, wenn Jesus einen messianischen Titel verwendet hat, von sich selbst gesprochen hat, hat er vom Menschensohn gesprochen. Merken Sie, wie da ein Sprung passiert vom Enosh zum Benadam, vom Menschenschwächling zum Messias, zum idealen Menschen. Das macht der Psalm hier. Er sagt, was ist der Menschenschwächling? Er nimmt dich praktisch in deiner Depression, in deinem, was kann ich schon, wenn ich diese Welt angucke? Ich kann höchstens in irgendwelche Verschwörungstheorien fliehen oder sagen, ach, wie schlimm ist es und hoffentlich werde ich da bald in den Himmel gerettet oder so. Ja? Nein. Der lebendige Gott sagt, das heißt der Psalmist sagt es hier, was ist der Menschenschwächling, dass du an ihn gedenkst, dass du ihn siehst? Der lebendige Gott sieht dich. Und dann hebt er dich auf eine Ebene, wo er sagt, du bist Benadam, du bist Menschensohn. Und dann heißt es, und was ist der Menschensohn, dass du ihm eine Aufgabe anvertraust? Der lebendige Gott hat eine Aufgabe für dich. Was mir hier wichtig ist, die Bibel sieht mich, sieht dich sehr, sehr, sehr realistisch. Und jetzt geht es noch weiter im Vers 6. Da heißt es, du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Adel hast du ihn gekrönt. Sie dürfen gerne mal nach rechts und links gucken und sich mit durchlaucht ansprechen. Dann haben sie es biblisch richtig. Ja? Also, und jetzt passen Sie auf. Nicht so unter den Menschen am höchsten, sondern wenig niedriger als Gott. Das ist nicht nur durchlaucht, das ist Hochwürden.
Ja, denken Sie sich aus, was Sie wollen. Wenig niedriger als Gott. Übrigens, manche Christen machen es ja so, wenn sie nicht mehr sehr viel weiter müssen, dann sind das alles geistliche Mächte, die da unterwegs sind und Dämonen und der Teufel und was weiß ich was. Der Teufel wird, nachdem was der Apostel Paulus schreibt, unter unsere Füße getreten. Aber da müssen sie dann zutreten. Nicht voller Ehrfurcht dagegen, daneben stehen bleiben. Wir sind geschaffen. Das heißt, ich muss noch den siebten Vers noch bringen. Da heißt es, du hast ihm zum Herrscher gemacht über deine Hände Werk. Alles hast du unter seine Füße getan. Hätte ich jetzt am liebsten, wenn Sie eine richtige alte Bibel dabei haben, dass Sie sich das alles unterstreichen. Da ist nicht fast alles. Das ist das Ziel. Dazu hat Jesus uns freigesetzt. Das möchte der lebendige Gott von uns, dass wir dahin gehen. Wir sind geschaffen, Verantwortung zu übernehmen. Was bedeutet es jetzt, wenn jemand sagt, okay, ich bin bereit, Verantwortung zu übernehmen? Was bedeutet es, wenn jetzt etwas schief läuft? Wo sucht er dann die Fehler? Die sucht er bei sich selbst, richtig? Ich bin verantwortlich. Habe ich was falsch gemacht? Das ist übrigens eine ganz, ganz entscheidende Sache, dass wir da sagen, ja, da ist was schief gelaufen. Ich bin verantwortlich. Und das bedeutet auch, dass ich nicht die Fehler beim anderen suche und dann versuche, da auszuweichen, das abzuschieben. Das bedeutet auch, dass ich Freiheit gebe, Fehler zu sehen. Meinen Kindern zum Beispiel, meinen Enkeln, meinen Schülern, meinen Mitarbeitern. Das bedeutet nicht, dass ich immer schuld bin an dem, was die mir vorwerfen. Da muss man dann drüber reden. Aber grundsätzlich ist es so, dass ich die Fehler bei mir suche, dass ich anderen die Freiheit dazu gebe, die Fehler bei mir zu finden. Wenn wir jetzt eine Situation haben, wenn wir einen Konflikt haben, wo sich zwei Parteien einander gegenüberstehen und die eine Partei, ich mache es jetzt klar, ist Israel, die ist von einer Jahrtausenden alten Tradition geprägt, wo der lebendige Gott es regelrecht hineingepresst hat in dieses Volk, such die Fehler bei dir. Es ist übrigens, wenn wir schon in die antike Literatur zurückgehen, es ist einzigartig an der Bibel, dass die Fehler nicht bei irgendjemand anderem gesucht werden, sondern die Propheten weisen auf sich selbst, auf ihr eigenes Volk. Und das ist eine uralte Tradition. Und das ist zutiefst drin. Wenn Sie heute die Demonstrationen ansehen in Israel, bei wem suchen die Fehler? Was schreien die Welt hinaus? Wer ist schuld? Netanyahu. Kommt auch gut hier an. Und ich höre dann von Leuten sagen, ja, aber da gibt es doch ganz viel Kritik. Und es sind sogar Juden, die... Klar sind es Juden, die... weil die immer aufeinander rumhacken. Das heißt doch lange nicht, dass die Recht haben. Ich möchte es ganz klar sagen, die schlimmsten, manchmal antisemitischen Lügen über Israel kommen von Juden, kommen von Israelis, kommen von israelischen Offizieren. Ich kann Ihnen da Namen nennen. Wir müssen hinsehen und sagen, stimmt das? Ich sage nicht, dass alles okay ist, was Israel macht. Bitte nicht missverstehen. Aber die sind geprägt von einer Jahrtausende alten Tradition, die sagt, wir sind schuld. Und die Welt findet es klasse, die Juden sind schuld, war schon immer toll, ja? Und merken gar nicht, was wir da reflexmäßig übernehmen. Jetzt haben wir auf der anderen Seite, ob wir Palästinenser sagen, Araber sagen, ob wir in Libanon gehen oder nach Ägypten gehen, nach Jordanien, egal wohin. Ich hatte übrigens vor ein paar Tagen das Tolle, dass wir diesen Abend gemacht haben, im Gespräch mit einem palästinensischen Freund.
Er hat gesagt, ja, da hast du leider recht. Die arabische Kultur ist nicht in der Lage, die Schuld bei sich selbst zu sehen. Sondern da wird immer alles irgendwie weggeschoben. Wenn es noch gut geht, sind es die bösen arabischen Führer, aber über die Leute, die uns vorstehen, redet man eigentlich auch nicht negativ. Es kommt vor allem in der Gesellschaft nicht gut an. Da sind über Jahrtausende Sachen festgefahren. Gucken Sie mal in den Koran rein und gucken Sie, was da an Selbstkritik da ist. Der Koran stimmt damit überein, die Juden sind schuld. Geht da ganz schnell in diese Richtung. Übrigens, deshalb ist auch manches, wo wir das Neue Testament nehmen, weil das alles von Juden geschrieben ist, das ist klar, dass Jesus über seine Kirchenoberen so herzieht. Wenn ich mit denselben Worten wie Jesus oder Johannes der Täufer über meine Kirchenoberen herziehen würde, ich habe es mal andeutungsweise nicht versucht, aber ist mir mal rausgerutscht, aber so redet man doch nicht. Sehen Sie, da muss es eigentlich nicht schwerfallen, auf welche Seite ich da gehe. Was ich von den Palästinensern in 20 Jahren als Journalist immer wieder gehört habe, wo wir auch Fragen gestellt haben als Journalist, da war, ich denke, an ein Treffen mit Saib Arafat, dem Sprecher von Yasser Arafat damals, da ging es um seine eigenen Kinder. Und er hat gesagt, ja, die gehen halt raus und werfen Steine. Und dann sagt er, und wenn ich die einsperren würde ins Schlafzimmer, die würden zum Fenster rausgehen und Steine werfen. Und dann kam dieser Refrain, der immer wieder kommt, what can we do, we are living under occupation. Was können wir tun, wir leben unter Besatzung. Und die Leute sagen, okay. Die palästinensische Autonomie ist das einzige Land, wo wir Deutsche Entwicklungshilfe hingeben, ohne zu fragen, was mit dem Geld passiert. Ohne Rechenschaft zu fordern. Wenn Sie sich jetzt überlegen, Sie haben ein Kind, das drogensüchtig ist oder alkoholabhängig oder irgendetwas anderes, ist das das Dümmste, was man machen kann. Ich möchte Ihnen ganz klar sagen, wenn jemand das Gute für die Palästinenser will, dann sagt er, Leute, übernehmt Verantwortung. Wenn einer sagt, ja, wir leben im Gefängnis, dann räum deine Gefängniszelle auf. Ganz einfach. Zeig, dass du Verantwortung übernehmen kannst. Also, eigentlich müsste es uns nicht schwerfallen, da jetzt mal eine klare Stellung zu beziehen. Ich sage jetzt nicht, dass es keine Israelis gibt, die alles von sich weisen. Ich sage nicht, ich habe Araber getroffen, die, vor allem wenn ich ihnen sowas erzähle und wir da unter vier Augen sind, so Mann mit Mann, ja, und uns gut verstehen und seit langem, sagt, ja, eigentlich hast du recht. Aber wenn wir das groß sehen, das ist ganz klar. Und sehen Sie, ich bin jetzt noch lange nicht beim Terror, ich bin noch lange nicht bei irgendwelchen anderen Dingen. Es geht um eine Grundeinstellung. Übrigens kommt es deshalb auch nicht allzu gut an. Da gibt es natürlich auf israelischer Seite, ich sage jetzt mal das Überzogene, dass die da breitbeinig stehen und sagen, ja, wir können es, wir schaffen es, wir machen es, wir sind ja die Besten, ja, wir haben die beste Armee und was weiß ich was. Man versucht sich da auch irgendwo hochzuschaukeln. Ich sage nicht, dass es okay ist. Es geht da um etwas, wo eine Prägung da ist, die dann vielleicht in der Rebellion gegen den Vater im Himmel ganz aus dem Ruder gelaufen ist. Aber ich denke, Sie haben die Grundlinie verstanden. Jetzt möchte ich Ihnen noch einen Vers zeigen aus 5. Mose 30. Das baut auf das auf. Da heißt es in Vers 19, ich habe als Zeugen bestellt gegen euch den Himmel und die Erde. Das heißt, ich rufe, sagt der lebendige Gott zum Volk Israel, bevor es ins Land Israel einzieht, oder damals Land Kanaan, sagt, ich rufe die gesamte sichtbare und unsichtbare Welt zusammen und die sollen Zeugen sein. Jetzt passen Sie auf, worum geht es. Der lebendige Gott, das ist für diejenigen, die es gesucht haben, 5. Mose 30, Vers 19. Jetzt sagt er, ich lege euch vor das Leben und den Tod, den Segen
und den Fluch. Übrigens, das gilt auch für uns, wenn wir gesegnet sein wollen. Das wird uns nicht einfach übergestülpt. Gott legt uns das vor und sagt dann, wählt. Entscheidet euch. Bezieht eine Stellung. Er sagt hier aber, wählt das Leben. Ich bin auf diesen Vers gekommen. Es hat für mich eine ganz tiefe persönliche Sache. Eine unserer Nachbarinnen, vielleicht kennt die da eine oder andere hier, bei den letzten Präsidentschaftswahlen war das die Frau, die gegen den Yitzhak Herzog angetreten ist. Das war die Direktorin aller unserer Kinder in der Grundschule. Eine orthodoxe Jüdin, die hat kurz vor dem Rückzug aus dem Libanon im Jahr 2000 ihren ersten Sohn verloren als einen der letzten Soldaten, der im Libanon gefallen ist. Und ich muss jetzt dazu sagen, mich hat die ganze Sache deshalb sehr getroffen, weil ich meine Mutter gesehen habe, die auch einen Sohn verloren hat. Und das hat sie, eine gläubige Frau, gebrochen. Und dann, ich gehe jetzt zurück nach Israel, zu dieser Miriam heißt sie, Miriam Peretz. Dann hat sie ein, zwei Jahre später ihren Mann verloren, weil er an diesem schrecklichen Erlebnis, dass ihr ältester Sohn, der älteste von 6 Kindern, gestorben ist, erschossen wurde im Libanon. Und dann kam ein paar Jahre später der nächste Schlag, dass ihr zweiter Sohn, der mittlerweile Vater von 4 Kindern war, im Gazastreifen als Offizier gefallen. Und ich habe die Miriam gefragt, Miriam, weil ich das irgendwo vor Augen sah, Sie können sich das vielleicht etwas vorstellen, meine Mutter auf der einen Seite eine gläubige Christin und dann eine orthodoxe Jüdin. Ich habe dann gefragt, Miriam, was hält dich? Was gibt dir die Kraft, weiterzumachen? Warum zerbrichst du daran nicht? Ich habe die Miriam weinen sehen. Übrigens, sie war mal in der Bildzeitung, als ihr zweiter Sohn gefallen ist. Da ist sie auf dem Berg Herzl, umarmt sie so einen Grabstein. Da war sie auf der Frontseite der Bildzeitung und weint herzzerreißend. Es ist nicht, dass es an ihr vorbeigegangen ist. Ich habe sie dann 2 Jahre später gefragt, was hält dich eigentlich? Und sie sagt, der lebendige Gott, der Vater im Himmel, hat uns eine Wahl gegeben. Leben oder Tod. Ich kann mich dem Gedanken des Todes hingeben. Ich kann mich treiben lassen in diesem Schmerz. Oder ich kann das Leben wählen. Und ich habe mich entschieden, das Leben zu wählen. Diese Frau ist für Tausende von Leuten in Israel, für Eltern, die Kinder verloren haben, zur Mutter geworden. Ich möchte die andere Seite zeigen. In der Hamas-Charta steht im ersten Kapitel in Artikel 8, ich muss vielleicht als Hintergrund noch etwas sagen, jeder, der Zugang zu Google hat, kann das sehen. Ich verrate Ihnen nichts an Hintergründen, die Sie nicht selbst nachprüfen, nachlesen können. Und ich muss noch das Zweite sagen. Das palästinensische Volk kennt das im Original. Jeder Palästinenser weiß, wer die Hamas ist. Und dieses Wort, das wir mit Charta übersetzen, ist im Arabischen ein Wort, das heißt eigentlich Eid oder Gelübde. Das heißt, das, was Sheikh Ahmed Yassin aufgeschrieben hat als Hamas-Charta, das erwartet er von seinen Nachfolgern als einen Eid, als ein Gelübde. Und da steht Folgendes, ich zitiere, aus dem ersten Kapitel aus Artikel 8. Allah ist ihr Ziel. Der Prophet Mohammed, ihr Vorbild. Der Koran, ihre Verfassung. Der Dschihad, ihr Weg. Und der Tod für Allah, ihr hehrster, ihr größter Wunsch. Das ist nicht etwas, was irgendwo verborgen ist. Ich habe es selbst aus dem Mund von Hamas-Leuten gehört. Ich habe 2006
als die Palästinenser gewählt haben und in einer Wahl, die so gut überwacht war, dass niemand die in Frage gestellt hat hinterher. Und wir hatten eine traumhafte Wahlbeteiligung für demokratische Verhältnisse von über 70%. Und bei dieser Wahl hat die Hamas fast 70% der Stimmen bekommen, das heißt mehr als zwei Drittel. Ich habe es von Hamas-Führern immer wieder gehört. Wir haben eine Sehnsucht nach dem Tod. Mir hat ein Hamas-Mann ins Gesicht gesagt, wir suchen den Tod und ihr Christen habt schon längst verloren, weil ihr dieses Leben zu lieb habt. Na, ist gut, wenn man Theologie studiert hat und weiß trotzdem keine Antwort drauf. Das sind harte Herausforderungen. Aber wir müssen sehen, hier steht auf der einen Seite eine Gesellschaft, die per Definition das Leben wählt. Und das geht so weit, dass selbst ein Yahya Sinwar, der jetzt der Architekt dieses 7. Oktober war, der war im israelischen Gefängnis, übrigens nicht, weil er Juden umgebracht hätte, sondern weil er Araber umgebracht hat, Palästinenser, von denen er behauptet hat, die seien Kollaborateure. Er hat nur die Todesstrafe ausgeführt. Dafür saß er im israelischen Gefängnis. Und dort hat er einen Gehirntumor und Israel hat ihm das Leben gerettet. Sie haben die Wahl. Auf der einen Seite das Leben, auf der anderen Seite den Tod. Und zwar nicht, wir sind hier noch nicht bei der Analyse, wir sind hier noch nicht bei der Meinung, wir sind bei den Fakten, die jeder in der Bibel und im Internet nachlesen kann. Jeder. Übrigens, wer das nachlesen möchte, ich habe hier noch was anderes. Auch das ist in der Hamas-Charta drin. Das, was am 7. Oktober passiert ist, war eigentlich nur das umgesetzt, was nicht nur in der Hamas-Charta drin steht, sondern was auch in den Hadithen steht. Das heißt, das ist nicht im Koran, sondern da gibt es die Überlieferungen, die Anekdoten aus dem Leben des Mohammed. Und da steht zum Beispiel drin, dass der Tag des Gerichts, der letzte Tag, nicht kommen wird, bevor nicht diese eine große letzte Schlacht kommen wird, wo alle Welt gegen die Juden geht. Und dann rufen selbst die Steine und die Bäume, ich zitiere jetzt, aus der Hamas-Charta im 1. Kapitel, Artikel 7. O Muslim, o Diener Allahs, hier ist ein Jude, der sich hinter mir versteckt, komm und töte ihn. Schreien die Steine, schreien die Bäume. Ich habe das in meinem Palästinenserbuch nicht gebracht. Die Story wurde mir schon immer wieder erzählt von Arabern, von ganz normalen Palästinensern, Muslimen. Und dann haben sie gesagt, aber da gibt es den Rarkat-Baum, der spielt da nicht mit, das ist der Judenbaum. Der ist gegen uns. Und dann erzählen die sogar, und deshalb pflanzen die Juden überall um ihre Siedlungen Rarkat-Bäume. Jetzt, ich sage Ihnen dieses unaussprechliche Wort bewusst, weil ich weiß bis heute nicht, um welchen Baum es sich handelt. Ich habe meine damalige Assistentin, die hat in Damaskus Islamwissenschaften studiert, die habe ich zum Großmufti geschickt. Übrigens auf unserer Webseite. Weiß nicht, findest du, kriegst du Webseite hier hoch? Also guck mal, kannst du das da mal nehmen? Und dann zeige ich es euch nachher. Oder ich zeige das gleich. Nur, dass Sie das, da können Sie die ganze Story nachlesen. Das wurde so unter Männern, wenn wir zusammensaßen, Kaffee getrunken haben, Tee getrunken haben, Wasserpfeife geraucht haben, was man da sonst noch alles macht. Ja, da werden dann so Sachen erzählt. Sie können in Israel zu jedem Muslim hingehen und sagen, zeig mir mal ein Rarkat. Und die lachen dich nur süffisant an. Die wissen, um was es geht. Also ich habe meine Assistentin zum Großmufti geschickt, der, in YouTube können Sie es nachsehen, der hat bei der 50-Jahr-Feier der Fatah, also die Fatah, das ist die sozialistische Partei, das sind nicht die ultra-religiösen. Da hat er diese Sache erzählt und er spricht über den Rarkat-Baum. Nee, das war es jetzt nicht. Jetzt gehen wir nochmal, das habe ich dir aber nicht gezeigt. Du bist aber schnell. Das ist das GGMS. Punkt
I-L. Genau. Warum ich hier anfange, Sie kriegen nachher alle von mir einen Bierdeckel. Und mir wurde gesagt, ich darf hier Bierdeckel sagen. Ich muss nicht Getränkeuntersetzer sagen. Ja? Das Ding liegt alles, jeder darf einen kostenlos mitnehmen. Und Sie kommen auf diese Seite, wenn Sie hier hinten diese etwas eigenartige, also Sie können den QR-Code einlesen oder diese Webseite eingeben. Da kommen Sie dahin, ich habe mir überlegt, wie kann ich das mit den unterschiedlichen Sprachen machen, weil wir auf Tschechisch arbeiten und auf Englisch und da gibt es auch noch Russisch und Rumänisch. Ich habe überlegt, wie kriege ich das zusammen? Und da müssen Sie jetzt hier, wählen Sie Ihre Sprache. Jetzt klickt das mal. Mal gucken, wie schnell das Internet bei euch tut. Wenn du da draufklickst, dann kommst du nämlich auf unsere deutsche Webseite. Genau. Und jetzt nicht da draufklicken, sondern runtergehen. Langsam. Und da kommen Artikel. Geh nochmal weiter runter. Da heißt jetzt alle Artikel. Klick mal da drauf, wo es alle Artikel, das grüne Ding da. Genau. Und wenn man da jetzt runtergeht, da müsste irgendwann der Judenbaum kommen. Das sind allerhand Artikel, wo ich einfach versucht habe, Hintergründe zu erklären oder alles, was mir so... Da heißt Ralkat, der Judenbaum. Ich zeige Ihnen das nur, da können Sie es selber dann nochmal nachlesen. Ja? Vielleicht finden Sie noch andere Sachen, die Sie interessieren. Mir ist wichtig, dass Sie sagen, ja, ich habe das gesehen, ich will da weiter... Wenn klick mal da auf den Ralkat, den Judenbaum. Wir lassen den jetzt nicht laufen, aber geh mal runter. Da gibt es auch einen Link hier das ist der Großmufti von Jerusalem, das geistliche Oberhaupt, das ist nicht jemand so nebenbei, das ist das geistliche Oberhaupt von allen Muslimen in Israel und der palästinensischen Autonomie. Und er zitiert diese Hadith. Was ich Ihnen zeigen möchte, das kannst du wieder wegnehmen, dass der uns da nicht dauernd ins Knie guckt. Was mir wichtig ist, ich weiß, ich greife hier was ganz, ganz Problematisches an. Bei uns in Deutschland ist heute Ausgewogenheit, Objektivität, Neutralität, das Vermeiden, in Klarheit Stellung zu beziehen, ist ein ganz hoher Wert. Und ich möchte es ganz klar sagen, die Bibel nennt das Sünde. Die Bibel nennt das am Ziel vorbeigeschossen. Die Bibel erwartet von uns, dass wir Klarstellung beziehen. Was das bedeutet, wenn wir eine komplizierte Situation haben, deshalb finde ich es auch klasse, dass Sie heute Abend gekommen sind und sich dem aussetzen. Ja? Auch wenn ich sage, es soll um ein Gespräch über die Situation im Nahen Osten gehen. Das bedeutet, dass wir hart miteinander diskutieren. Dass wir uns um Fakten bemühen. Ich möchte Ihnen das vielleicht ganz kurz noch zeigen an zwei Bibeltexten. Aber eigentlich ist eine Linie, die zieht sich durch die ganze Bibel hindurch. Ich habe vorhin mit der Schöpfungsgeschichte angefangen. Es geht bis ins letzte Buch der Bibel hinein. Dass die Bibel von uns erwartet, dass wir Stellung beziehen. Ja, das kann bedeuten, dass wir schmerzhafte Gespräche miteinander führen müssen, bis wir dahin kommen, wohin stellen wir uns jetzt. Und vielleicht bedeutet es auch in bestimmten Bereichen, dass wir unterschiedliche Meinungen haben. Ich weiß nicht, ob Ihnen schon mal aufgefallen ist, dass der Herr Jesus nicht um unsere Rechtgläubigkeit gebetet hat, sondern um die Liebe zwischen uns. Und Liebe wird ja eigentlich erst dann auf den Prüfstand gestellt, wenn wir ganz unterschiedlich ticken, oder? Sonst bräuchten wir es ja nicht. Also wer Gleiches denkt und mit mir im Gleichschritt Marsch geht und wenn ich dann sowieso mag, das ist kein Problem. Das, was der Herr Jesus in Johannes 17 erbittet, dass sie Liebe untereinander haben, dass die Welt daran erkennen wird, das zeigt sich eigentlich gerade da, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind. Aber es wird von uns erwartet, dass wir Stellung beziehen. Ich habe hier Matthäus 25 vor mir, ab Vers 31. Sie kennen die Situation. Da heißt es, wenn der Sohn des Menschen kommt in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit und dann wird er alle nichtjüdischen Völker vor ihm
versammeln und er wird sie voneinander trennen, unterscheiden, wie der Hirte unterscheidet die Schafe von den Böcken. Und die Schafe wird er auf seine rechte Seite stellen und die Böcke auf seine linke. Und dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt die Königsherrschaft, die euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Ich hatte Hunger und ihr habt mir zu essen gegeben, ich war durstig, ihr habt mir zu trinken gegeben, ich war fremd, ihr habt mich aufgenommen, nackt, ihr habt mich bekleidet, ich war krank, ihr habt mich besucht, ich war im Gefängnis, ihr seid zu mir gekommen. Und da werden die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen? Und haben dir zu essen gegeben oder durstig und haben dich gedrängt. Wann haben wir dich als Fremdling gesehen und aufgenommen oder nackt und haben dich begleitet? Wann sahen wir dich krank oder gefangen, sind zu dir gekommen? Und der König wird ihnen antworten und sagen, Amen, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Jetzt lassen wir mal beiseite, wer die Brüder sind. Das wäre auch ganz interessant. Es geht mir jetzt um was anderes. Weiter. Dann wird er sagen zu denen zur Linken, geht von mir weg, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Ich hatte Hunger, ihr habt mir nichts zu essen gegeben, ich war durstig, ihr habt mir nichts zu trinken gegeben, ich war Fremdling, ihr habt mich nicht aufgenommen, nackt, ihr habt mich nicht bekleidet, ich war krank und gefangen, ihr habt mich nicht besucht. Da werden auch sie ihm antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich gesehen, hungrig oder durstig oder heimatlos oder nackt oder krank oder unfrei und haben dir nicht gedient? Dann wird er sagen, wahrlich, ich sage euch, Amen, ich sage euch, so viel ihr nicht getan habt, einem von diesen Geringsten, das habt ihr auch mir nicht getan. Achten Sie da mal drauf, er sagt nicht, was ihr denen Böses getan habt, sondern er sagt, wo ihr euch vornehm zurückgehalten habt und habt nichts gemacht. Hab keine Stellung bezogen. Dann heißt es, und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe und die Gerechten in das ewige Leben. Und sie können, lesen Sie die Bibel einmal daraufhin durch. Es geht bis hinein in Offenbarung 3, wo der erhöhte Christus zum Engel, zum Boten der Gemeinde in Laodicea sagt, ich kenne deine Werke, du bist weder kalt noch heiß. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. Er sagt da nicht was. Er sagt, weil du aber lau bist, weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Wir werden nicht rauskommen aus dem Ganzen, wenn wir sagen, oh, ich halte mich zurück. Das ist mir zu kompliziert. Und es gibt Kriterien, wenn wir von der Bibel her kommen, gibt es ganz eindeutige Kriterien, die uns erlauben, klar Stellung zu beziehen und uns dann auch dementsprechend zu verhalten. Ich habe jetzt hier nur 2, 3 Dinge rausgegriffen. Das Problem ist, dass wir an vielen Stellen unsere Werte vergessen haben. Das Problem ist, dass wir die Bibel aus der Politik entfernt haben. Und ich meine jetzt nicht, bitte noch einmal, ich meine jetzt nicht die Partei oder der Politiker oder so, ja? Sondern es geht um eine klare Stellungnahme her, die uns von der Bibel her weitergegeben wird. Und ich wünsche mir Gemeinden, die heiß diskutieren. Ich wünsche mir Gemeinden, die sagen, uns interessiert das, wir wollen da weiterkommen. Und die Webseite, die ich Ihnen vorgezeigt habe, bring sie nochmal hoch, ich habe nochmal was. Ich möchte Ihnen einfach zeigen, ich habe ein paar Dinge Ihnen mitgebracht, dass ich Ihnen was an die Hand geben kann. Und zwar, jetzt darfst du gleich da gehen Sie runter, vom Bierdeckel aus gehen Sie runter und wählen Sie Ihre Sprache. Und du gibst für die Leute kannst du gern dann, ich meine, ich kann euch jetzt leider durch den Livestream den Bierdeckel nicht geben. So weit bin ich noch nicht. Aber wir haben die Webseite jetzt hier, das ist gerloff.co.el. Und wenn ihr da ganz oben links, da gibt es den News-Ticker. Das sind nicht Neuigkeiten bei uns an der Webseite. So oft komme ich da gar nicht hin. Sondern normalerweise rödelt es hier und sucht, aber das ist hier vom, was haben wir heute, 25. September? Ja, stimmt. Also was dieses Programm macht, es sucht von bestimmten Webseiten die Schlagzeilen ab. Und mir lag dran, Ihnen einfach eine,
Wenn Sie sagen, ja, wo kriegen wir denn alternative Nachrichten her? Wenn Sie hier Nachrichten hören, Fernsehen sehen, wenn Sie eine Zeitung haben, wo bekomme ich mal was Alternatives mit? Hier haben Sie es. Und das ist nicht von einer Sache. Ich erwarte von Ihnen, dass Sie unterscheiden können, dass Sie kritisch hingucken können. Die meisten dieser Dinge kenne ich. Fokus Jerusalem habe ich mit begründet, Israel Netz auch. MenaWatch ist eine, klick mal nicht drauf. Wenn Sie auf die jeweiligen Headlines drücken, also die Schlagzeilen, kommen Sie zum Originalartikel. Wenn Sie sagen, ich möchte jetzt nicht nur die Schlagzeile, sondern möchte wissen, was dahinter steht. Mein Traum wäre, dass Israel-Gebetskreise diese Schlagzeilen nehmen und durchbeten. Da sind sie ganz aktuell. Aktueller können sie nicht sein. Und wenn Sie jetzt zufällig, es soll ja mittlerweile Leute in Deutschland geben, die können Englisch. Wenn Sie jetzt verrate ich Ihnen was, das ist was ein bisschen gemein den Journalisten gegenüber. Geh nochmal ganz hoch. Da haben Sie, sehen Sie da oben die englische Flagge? Klick mal drauf. Das ist keine Übersetzung dessen, was Sie in Deutsch haben, sondern das sind die Quellen, die die meisten Deutschen verwenden. Und zwar haben Sie da ein sehr, sehr breites Spektrum. Das fängt mit Haaretz an. Haaretz ist eine linksliberale Zeitung. Da werden mich manche Israel-Freunde sagen, warum bringst du die da mit? Man muss bei Haaretz etwas unterscheiden. Die haben keine Ahnung von Religion. Wenn sie über Religiöse schreiben, seien es Muslime, seien es Christen oder Juden, haben sie meistens Unrecht. Die haben einen Hass auf die Siedler und einen Hass auf Netanyahu. Auch das muss man wissen. Aber im Sicherheitsbereich, was Beziehung zu Geheimdiensten und Ähnliches betrifft, ist Haaretz unschlagbar spitze. Und manchmal haben sie sehr, sehr gute Analysen. Aber auch da muss man mitdenken können. Aber wenn Sie jetzt runtergehen, das News from Israel ist von Arutz Sheva, das ist der Siedlersender. Also das ist, Haaretz ist links außen und Arutz Sheva ist rechts außen. Mach mal runter, was da noch kommt. Arutz Sheva war ziemlich fleißig. Kommt noch mal Haaretz, noch mal weiter, weiter. Kommt Jerusalem Post, wenn die was Neues bringen. Machen wir weiter. Halt, da kommt Israel Today, das ist der Ludwig Schneider. Dann, nicht so schnell kann ich nicht googeln, glaube sonst die Leute auch nicht. Ja. Gucken Sie da mal rein, Sie haben auch messianisch-jüdische Webseiten, die im Nachrichtenbereich tätig sind. Mir liegt einfach daran, Ihnen ein ganz breites Spektrum zu geben. Punkt ist, was Sie damit machen. Wir haben heute alle den Zugang. Jetzt verrate ich Ihnen noch was. Wenn Sie sagen, ich kann aber kein Englisch oder kann dann nur so den nachbuchstabieren. Es gibt heute Google Translate. Und Sie können einfach so eine Schlagzeile unterlegen und es zu Google Translate rüber kopieren. Und solange Sie, also benutzen Sie Google Translate nie, um etwas, was Sie sagen wollen, in eine andere Sprache zu übersetzen. Das ist eine Katastrophe. Aber wenn Sie verstehen wollen, bis hin zu einem ganzen Artikel, was da gesagt ist, dann ist es eine echte Hilfe. Also passen Sie bei diesen, künstliche Intelligenz-Sachen auf. Kürzlich mal wurde von mir ein biblischer Impuls übersetzt von Abraham. Und die künstliche Intelligenz hat überall Obama übersetzt, wo Abraham sagt, ja, das war klasse, was da rauskam. Was der Obama nicht alles gemacht hat und was er da für eine Beziehung mit der Hagar und mit der Sarah hatte und. Das war zum Brüllen, ja. Aber verstehen Sie, sehen Sie, wenn Sie sowas sehen, da wissen Sie sofort, oh, da läuft was falsch. Also deshalb, um so einen Artikel zu verstehen, können Sie das sehr, ist es eine sehr, sehr gute Hilfe. Ich wollte Ihnen das nur zeigen, also deswegen gebe ich Ihnen den Bierdeckel weiter, einfach um Ihnen auch noch an anderen Stellen ein Instrument an die Hand zu geben, um selbst weiterzuarbeiten. So, jetzt halte ich mal die Luft an. Ich mache eine Sache noch. Ich habe hier eine, guck mal, ich habe meinen Kuli gefunden. Jetzt habe ich zwei. Die haben beide keine Möglichkeit zum Anklipsen, aber ist okay. Wenn Sie den Bierdeckel mitnehmen, das ist im Prinzip meine Visitenkarte, dann haben Sie meine E-Mail-Adresse, also bei der allerersten Webseite, ja. Sie haben sogar meine Telefonnummer. Keine Sorge, es ist eine israelische Telefonnummer, da ruft mich fast niemand an, ja. Und außerdem habe ich es meistens auf stumm geschaltet, von daher, ich lasse mich von diesem Ding nicht terrorisieren. Guck dann, ob ich denjenigen kenne, der mich da anruft, und ich drücke auch mal Sachen weg.
Aber ich habe da auch WhatsApp oder so. Also ich gebe Ihnen das einfach, damit wir miteinander kommunizieren können. Und wenn Sie sagen, Sie wollen, Sie wissen das jetzt schon, dass Sie in Verbindung bleiben wollen, ich lasse jetzt hier einfach mal eine Liste durch die Reihen gehen, da bitte ich Sie um Ihren Namen, Ihre Postleitzahl und E-Mail-Adresse, wenn Sie in Verbindung bleiben wollen. Sie können es auch einfach weitergeben, sagen, geht mich nichts an, interessiert mich nicht, pass auf, das ist dein Kuli. Dann schreiben Sie aber bitte so, dass ich es lesen kann, also Erstklässlerniveau. Ja? Einfach sauber schreiben. Ich sitze manchmal nachts da und habe da schon Hieroglyphen versucht zu entziffern, das war herrlich. Jetzt Sigi. Johannes, es war erstmal so ein Einstieg. Und jetzt alle, die in Zoom sind, ihr könnt eure Fragen beim Chat einstellen. Und hier machen wir so, ihr stellt eine Frage, ich fasse kurz zusammen. Johannes, er kann dann diese Fragen sammeln. Und wenn wir so 3, 4, 5 Fragen haben, Johannes, dann gehst du in die Antwort. Wenn du sagst, Mensch, die Frage gleich beantworten, dann gibst du das Signal. Hat jemand eine Frage? Also wir haben jetzt quer durch, wir haben ja geschrieben, Situation im Nahen Osten. Ich einfach aufstehen, kurz reden, genau, ist immer gefährlich, ein Mikrofon aus der Hand zu geben. Einfach quer über die Situation im Nahen Osten. Wer hat eine Frage? Okay, dann machen wir Schluss. Dann bitte. Ja. Ich fasse die Frage mal zusammen, ja, dass Israel weiß, es wird gehasst. Ja, warum reagieren sie so spät auf ihre Feinde, marschieren in Libanon so spät ein und. Das war ihre Frage. Johannes, du anders jetzt. Damit verbunden, die Fragen bitte kompakt halten. Ja? Zunächst mal, ganz viele Sachen weiß ich auch nicht. Und ich kann auch nicht jetzt für Israel als Ganzes antworten. Ich kann, denke ich, manche Sachen sagen, die ich weiß, die ich erspüre. Warum Israel nicht immer sehr schnell zurückschlägt, warum Israel sich so lange Zeit nimmt, aus dem Libanon fast 10.000 Raketen, 80.000 Leute, die ein Jahr lang nicht in ihrer Wohnung sind. Man hofft definitiv auf eine andere Lösung als einen Krieg. Und man hat da alle möglichen Dinge versucht. Und das macht Israel immer und immer und immer wieder. Damit hängt auch zusammen, dass Israel sehr wohl weiß, wenn es eine Zukunft im Nahen Osten haben will, das gilt für die Palästinenser, das gilt für die Libanesen, das gilt für alle anderen Nachbarn. Israel weiß, dass es mit dem Tag danach leben muss. Und Leute, die kommen und sagen, ja, die sollen doch reinschlagen, die machen sich meistens nicht viel Gedanken darüber, wie sieht dann der Tag danach aus. Und der Libanon wird immer der Nachbar Israels sein. Und ich kann das sagen, was ich, die Bilder, die ich aus dem Libanon jetzt sehe, gerade von der letzten Woche, seit Israel angefangen hat, massiv zurückzuschlagen, tun furchtbar weh, weil das ein sehr, sehr schönes Land ist. Und mich erstaunt das nicht, ich habe das schon vor Jahren gesagt, der Libanon wird jetzt umgepflügt. Und zwar, weil Israel gar keine andere Wahl hat. Im Libanon hat allein die Hisbollah mehr Raketen auf Israel gerichtet, als die NATO überhaupt besitzt, wenn man Amerika rausnimmt. Also das ist unvorstellbar. Und ich weiß auch, ich war im Libanon, ich habe es nicht selbst gesehen, aber ich habe es von sehr, sehr glaubwürdigen Augenzeugen gehört, gibt es Unmassen von Raketen. Ich sage deshalb glaubwürdigen Augenzeugen, weil die nicht gewusst haben, wem sie das erzählt haben. Ich war dort ein Journalist aus Deutschland. Und man sieht jetzt schon an Explosionen, dass es da unendlich Nachexplosionen gibt. Da entsteht eine Wahnsinnszerstörung. Ich weiß, dass Israel das nicht wollte. Aber ich weiß auch, dass Israel nicht wartet, bis diese Raketen jetzt alle auf Israel abgeschossen werden. Es gab noch andere Sachen.
Man wollte keinen Zwei-Fronten-Krieg. Man weiß bei einem Krieg meistens nicht, wie das im Verlauf auf einen zukommt. Man weiß viele Dinge, aber nicht alles. Da gibt es immer Überraschungen. Man wollte eine Sache einigermaßen im Griff haben, sprich den Gazastreifen. Und da hat man schon vor Monaten davon gesprochen, dann muss offensichtlich die Hisbollah drankommen. Und man ist da, ich sage jetzt mal, sehr vorsichtig. Jetzt kommt noch eine weitere Sache, über die sich viele nicht im Klaren sind. Auch wenn Israel siegreich aus diesen Dingen hervorgeht, wenn jemand im Krieg war, wenn jemand gekämpft hat, wenn jemand Menschen umgebracht hat, hinterlässt das immer unwahrscheinliche Traumata. Auch auf den Seiten derer, wenn es Piloten sind, die die Bombe abgeworfen haben und sehen hinterher, was da passiert ist. Und die müssen sich das angucken, die müssen sehen, die müssen die Dinge analysieren. Und ich kann jetzt schon sagen, nach dem, was in einem Jahr hinter uns liegt, und ich kann das aus meiner eigenen Familie sagen, mit diesen Traumata werden wir wahrscheinlich noch Jahrzehnte zu kämpfen haben. Und deshalb zu sagen einfach, ja, die sollen reinschlagen, also das ist, warum sie das machen, weil sie Menschen sind und weil sie drin leben. Und weil das nicht ein Krieg ist, der weit, weit weg ist, wo man jemanden von hier aus nach Afghanistan schickt und dann lässt man die Soldaten eben mit sich selbst fertig werden. Auch da, ich hatte bei solchen Aussagen schon bei Reisegruppen in Israel weinende deutsche Soldaten vor mir stehen, die gesagt haben, danke, dass du das angesprochen hast. Das sind tiefe, tiefe Traumata. Und deshalb, ich weiß nicht, ob die Entscheidungen alle richtig sind. Ich weiß, dass da viele Fehler gemacht werden. Ich sage es mal so rum, ja. Aber ich weiß, warum, also übrigens, Herr Netanyahu ist berüchtigt dafür, dass er zu lange zögert und zu lange zurückhält. Das ist nichts Neues. Ein Ehud Barak war da viel schneller und ein Yitzhak Rabin sowieso. Die nächste Frage, bitteschön. Also die Frage ist, das, was am 7. Oktober passiert ist, ein Gericht Gottes, wie es scheinbar manche Christen deuten. Ich habe mir über die Frage der Prophetie und über die Frage dessen, was Gott von mir möchte, von uns möchte, sehr viel Gedanken gemacht. Ich bin da auch dran. Das ist einer der Gründe, warum ich zur Bibel zurückgekehrt bin vom Journalismus. Weil mich interessiert, was Gott sagt. Und ich habe eine Feststellung gemacht. Er sagt mir recht selten etwas über den anderen. Also das, was da in Johannes 21 los war, dass der Petrus dann wissen wollte, und was ist jetzt mit dem Johannes? Und Jesus dann sagt, was geht's dich an? Ich glaube, dass Jesus viel häufiger auch heute sagt, was geht's dich an, als wir denken. Deshalb bin ich sehr vorsichtig mit Aussagen, wo Gott wen auch immer richtet. Und stelle die Frage, Herr, was willst du mir sagen? Dass, jetzt zitiere ich mich selbst, Tel Aviv an vielen Stellen, schon seit Jahrzehnten, Sodom und Gomorra ähnlicher ist als im himmlischen Jerusalem, ist kein Geheimnis. Wenn das so vor den Augen der Welt passiert, dass, was dort passiert ist im Nova Festival, sie um die Göttin des Todes tanzen, die Shiva, und das dann so einschlägt, da ist für mich die Frage, was sagt uns das? Wie lange wollen wir um irgendwelche Götzen oder irgendwas tanzen? Hat der lebendige Gott da etwas zu sagen? Ich wäre sehr, sehr, sehr vorsichtig damit zu sagen, ah, das war so und jetzt ist das passiert. Über das, was am 7. Oktober passiert ist, sind sich, glaube ich, sehr viele hier, die allermeisten, überhaupt nicht im Klaren. Ich sage jetzt zum Nova Festival nur so viel.
mehr als 50 von den Überlebenden des Nova Festivals haben seither Selbstmord begangen, weil sie mit dem nicht fertig geworden sind, was sie damit erlebt haben. Und ich weiß, dass zum ersten Mal in der Geschichte des Staates Israel Pathologen Schwierigkeiten hatten, psychisch damit fertig zu werden, was sie in ihrer Arbeit sehen mussten, womit sie konfrontiert wurden. Und ich weiß da nicht, was ich da beschreiben soll. Ich wäre sehr, sehr, sehr vorsichtig, da irgendwelche Einordnungen zu treffen. Und ich glaube, die Welt wäre sehr menschenleer, wenn Gott auf unsere Sündhaftigkeit so reagiert. Sim, aus dem Chat. Genau, wir haben Fragen. Die erste: Gibt es die Möglichkeit, dass man Bierdeckel hier in der Gemeinde lässt, um die noch für die Online-Besucher möglich zu machen? Sagen wir 10 Euro pro Stück? 10 Euro pro Stück, ja, locker. Ist gebongt. Also, locker, ja. Locker. Mindestens locker, ja. Genau, dann eine thematische Frage. Müssen wir uns mit dem Krieg im Nahen Osten abfinden, weil du hast es vorhin beschrieben, historisch oder auch vom Islam her so ist, dass die Feindschaft ewig sein wird? Ich möchte Sie da einladen, 3 Schritte zurückzutreten und zu sehen, dass wir in einer Welt leben, die von Krieg zerrissen ist. Und allein das, was wir arabischer Frühling nannten in Syrien, hat in einem Jahr nach 2011 jedes Jahr mehr Todesopfer gefordert als 70 oder bald 80 Jahre Existenz Israels, alle Kriege zusammengenommen, allen Terror zusammengenommen, alle Toten auf beiden Seiten. In 70 Jahren Existenz Israel weniger Tote als ein Jahr arabischer Frühling in Syrien. Ich war letztes Jahr in Uganda und wir sind dort einem General begegnet, den mein Freund gut kannte von der Ausbildung her, also mein ugandischer Freund. Und wo der gehört hat, dass ich aus Israel komme, da hat er die Arme ausgestreckt und hat gesagt, dann stehen wir an derselben Front. Eine Woche später ist dort in Kasese, wo wir waren, wo wir ihn getroffen haben, ein Massaker passiert von Islamisten an Schulkindern. Am selben Tag, weil mein Freund eigentlich in Somalia zugange war als Soldat, haben wir per WhatsApp die Nachricht bekommen, dass dort von der Al-Shabaab, ich glaube, 30 ugandische Soldaten umgebracht wurden. Was in Afrika Tag für Tag für Tag für Tag vor sich geht, wo wir überhaupt nichts davon erfahren, ist furchtbar. Wir leben in einer Welt, die grauenhaft von Krieg zerrissen ist. Und wir sollten uns darüber nicht hinwegtäuschen. Und wenn da jemand sagt, lasst uns miteinander einen Aufschrei zu unserem Vater im Himmel aufsteigen lassen. Ja, bitte. Ich war 2008 zweimal in Indien. Also ich war dort im Dschungelgebiet. Und da gibt es noch echte Terroristen. Die bringen so ganze Division, ein ganzes Dorf aus. Und haben dort einem Pastor die Hände und die Füße abgehackt. Ja, ich darf das alles nicht erzählen, so, weil das wirklich schrecklich furchtbar ist. Sowas wird normalerweise auch nicht berichtet. Ich habe mich gefragt, Herr, was willst du sagen mit diesen Geiseln? Was willst du mir sagen? Und mir ist irgendwo aufgefallen, ich habe diese Mädchen, diese 70, 80 Mädchen, die in Nigeria von der Boko Haram entführt wurden, vor über 10 Jahren, einfach vergessen. Die sind aber immer noch in den Händen dieser Islamisten. Wenn wir den Zustand sehen wollen, das, was wir im Nahen Osten haben, das ist ein Schlachtfeld
vom Dritten Weltkrieg, in dem wir seit über 10 Jahren mittendrin sind. Also die Frage, warum hat der Mossad den 7. Oktober nicht einschätzen können, verhindern, und hat Israel genügend Munition oder geht sie denen irgendwann aus, als zweite Frage? Das war die Frage von dem Herrn. Die erste Frage stellen sich viele in Israel. Ich weiß nicht, wer Ihnen gesagt hat, dass das der beste Geheimdienst der Welt ist oder wie auch immer, ja. Gelesen. Was Sie lesen, sind Sie selber schuld. Wählen Sie aus. Ja, ich habe so manche Gerüchte unter Christen gesehen. Als mein ältester Sohn seinen Offizierskurs fertig hatte, ist er nach Hause gekommen und hat gesagt: Papa, wenn der Hüter Israels nur einmal mit den Augen zwinkert, ist um Israel geschehen. Ich weiß, dass das für viele Christen das Bild von der besten Armee zerstört. Ich kann mir vorstellen, dass viele Israelis sehr stolz sind auf ihre Geheimdienste. Vielleicht ist das der Grund dafür, warum das sehr viel schiefgelaufen ist. Und wir wissen, dass das sehr viel schiefgelaufen ist, was es genau war, wie es war. Ich habe kürzlich auch mal meiner Tochter gegenüber, ich bin manchmal so, dass ich dann auch alles besser weiß, ja. Dann grinst sie mich nur an und sagt: Du Papa, in nächster Zeit werden viele Stellen in der Armee und in den Geheimdiensten frei, du kannst dich ja mal melden. Da habe ich dann auch sehr schnell gesagt: Danke, ich bin dafür, dass wir Verantwortung übernehmen, aber zu viel ist zu viel. Also ich würde abwarten, da wird es Untersuchungskomitees geben. Dass mir in Deutschland die Frage nach den Waffen für Israel gestellt wird, macht mir Magengrimmen. Deutschland hat vor einigen Jahren ziemlich unwidersprochen seine Bundeskanzlerin verkünden lassen, dass die Sicherheit des Staates Israel deutsche Staatsräson ist. Ich habe niemanden gehört, der gesagt hat, die Frau spinnt. Wir wissen heute, dass sobald Israel anfangen musste zu kämpfen, jetzt nach dem 7. Oktober, die Waffenlieferungen aus Deutschland plötzlich bürokratische Schwierigkeiten hatten, alle möglichen anderen Schwierigkeiten. Kurz, da ist nichts mehr geflossen. Ich glaube nicht wirklich, dass das große Problem, da wird's manches hin und her geben. Aber seien Sie angenommen, Israel würde kommen und sagen: Okay, die Amerikaner liefern nichts mehr, die Deutschen haben noch gar nichts geliefert, die Franzosen schon gar nicht mehr. Und sie wenden sich jetzt an die Chinesen. Und die Chinesen, bei den Chinesen das Tolle ist, die haben weder Religion noch Ideologie, die wissen eigentlich nur, was Geld ist. Und die Chinesen sagen: Ja, fänden wir klasse, wenn ihr uns dann verratet, wie das mit diesen ganzen Raketenabwehrsystemen funktioniert. Vielleicht könnten wir die ja auch gebrauchen. Also das ist nicht nur eine Sache, dass da Israel von einer Seite abhängig ist. Ich könnte mir vorstellen, dass da auch manches im Hintergrund läuft im Blick auf die Bundesrepublik Deutschland, weil, wenn ich das richtig verstanden habe, dann hat die Bundesrepublik Deutschland Raketenabwehrsysteme in Israel gekauft. Und ich könnte mir vorstellen, dass es da ein Interesse, das ist nicht die Frage von Staatsräson, nicht die Frage von Freundschaft und nicht die Frage von Moral oder sonst irgendwas, sondern schieres Interesse, dass es in Deutschland auch ein Interesse gibt, dass dieses Raketenabwehrsystem aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, wer uns beschießen soll, sind es die Polen oder die Tschechen oder ich weiß nicht, ja, aber das wissen Sie wahrscheinlich besser. Wozu man sowas im sicheren Deutschland braucht, ja, aber dass es da Interessen gibt. Also ich habe gerade im Waffenbereich, sehen Sie, es gab ein Waffenembargo bis 1973 gegen Israel von den Amerikanern. Und die Amerikaner haben irgendwelche Funksprüche abgefangen und hatten dann plötzlich Angst, dass die Israelis 1973 im Yom Kippur-Krieg eine Atombombe, die sie möglicherweise von Franzosen haben, einsetzen könnten. Und dann sind die Amerikaner gekommen und haben gesagt: Oh, bevor ihr das einsetzt, da wollen wir doch aber ganz schnell euch noch helfen, dass ihr euch anderweitig verteidigen könnt. Was da im Hintergrund läuft, weiß ich auch nicht. Aber
Ja, natürlich kann da was ausgehen. Auf der anderen Seite, ich habe eins gelernt schon als Journalist, an Geld und Waffen fällt es in dieser Welt offensichtlich nicht. Die Frage war, wenn Israelis wissen, wie Araber denken, wie sie sind, gibt es nicht auch andere Wege zum Frieden für die Israeliten als Gewalt? Und ich habe zurückgefragt, haben Sie Vorschläge? Ich könnte mir vorstellen, dass viele Araber da sehr dankbar für Vorschläge sind, denn wenn sie in die arabische Welt hineinsehen, es gibt kein Land in der arabischen Welt, das eine Demokratie ist. Außer vielleicht in Libanon, ja, aber Libanon ist ein Problem. Und wenn sie in die arabische Gesellschaft hineingehen, ich habe das von Mohammed Dahlan gehört, das war damals der Sicherheitschef von Yasser Arafat, der starke Mann im Gazastreifen, den hat die Katrin Sandmann von Sat.1 gefragt, wie denn das jetzt mit den illegalen Waffen sei, ob die eingezogen würde. Und da kriegt der Mohammed Dahlan so einen Bernhardiner-Blick, guckt die Katrin an und sagt, ach, du weißt doch, Katrin, ein Araber ohne Waffe ist kein Mann. Und da schwang dann gleich so hinterweg, du liebe deutsche Journalistin, willst uns doch nicht entmannen. Und dann hat er gemeint, und außerdem ist bei uns noch nicht so schlimm wie im Jemen, wo jeder die Katjuscha im Schrank stehen hat. Bei uns ist nur die Kalatschnikow. Das war 1999, 2000, irgendwann um die Dreh herum. Ja? Also die Frage, ob sich Probleme auch anders lösen könnten, das ist eine Frage, die muss man der gesamten arabischen Welt stellen. Für Israel hat sehr viel probiert, hat unwahrscheinlichen Wohlstand gerade unter die Palästinenser reingebracht, versucht es mit Bildung zu machen, hat versucht es mit Gesprächen zu machen, hat versucht es mit Landabgaben zu machen. Bringen Sie noch weitere Vorschläge. Versucht mit Leuten zu reden. Und das ist rausgekommen, was wir jetzt haben. Jetzt wieder eine Frage, die im Chat steht. Da wurde gefragt, wie stehst du zu der Zwei-Staaten-Lösung und der verbundenen Hoffnung, dass die Frieden bringen wird? Also wenn die Zwei-Staaten-Lösung eine Lösung ist, bin ich sofort dafür. Ich glaube, dass da meine Meinung aber gar nicht so relevant ist, sondern was aus meiner Sicht das, ich sage jetzt mal, Problematische ist, dass ich niemanden im Nahen Osten kenne, der tatsächlich eine Zwei-Staaten-Lösung möchte. Und mit möchte meine ich nicht nur bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, sondern, wo ist denn die Liste jetzt gerade? Hängt die fest? Geben Sie sie, die muss nach hinten gehen. Nach vorne, also geben Sie sie nach vorne durch. Die ist durch, also geben Sie es vor. Ich benutze es mal ganz kurz zu einer. Also ich meine damit nicht nur Verantwortung übernehmen, sondern auch was bereit sein dafür, was zu bezahlen. Das Dümmste, was wir gemacht haben als Deutsche, ist, wir haben gesagt, die brauchen die Zwei-Staaten-Lösung, haben unendlich Geld da reingepumpt. Ich kenne Palästinenser, die sind für die Zwei-Staaten-Lösung, weil sie dadurch steinreich geworden sind. Aber es müsste eigentlich das Gegenteil sein. Die müssten zuerst mal Selbstverantwortung übernehmen, selbst sagen, ich bin bereit, alles, was ich bin und habe, da rein zu investieren. Und dann könnte man von unserer Seite sagen, also das unterstützen wir. Ich habe eines von den vier Büchern, das ich mitgebracht habe. Das heißt, grenzenloses Israel, ein Land wird geteilt. Da ist manches auch zur Zwei-Staaten-Lösung drin. Was da nicht drin ist, findet man auf der Webseite. Unter Artikeln, auch dort gibt es noch manches. Das hier ist ein Buch, das geht einfach wie die Grenzen des Staates Israel seit dem Osmanischen Reich. Die letzte Landkarte, die hier drin ist, ist der Trump-Plan, der Jahrtausend-Deal. Und ich habe dann ganz am Schluss noch eine Sache drin, was sagt die Bibel jetzt eigentlich zu den Grenzen? Und ich glaube, dass die Bibel ganz anders tickt als wir. Auch das sollte uns vielleicht zu denken geben. Also, kurze Antwort, wenn es eine Lösung ist, bin ich dafür, aber ich glaube, dass die Parameter in der Realität etwas anders aussehen. Realität
Beinhaltet Bibel, beinhaltet das, was die Leute vor Ort denken und wollen. Jetzt bist du noch als Prophet beansprucht. Was kommt nach dem Libanon? Stichwort Iran-Konflikt oder Iran. Auch mit dem Iran sind wir die ganze Zeit schon im Konflikt. Und die Iraner sind Spitzenklasse, also die haben die Selbstmordattentate erfunden eigentlich, ja. Haben aber interessanterweise, ich weiß von keinem einzigen Iraner, der sich selbst in die Luft gesprengt hätte, die Iraner haben die Selbstmordattentate für die Araber erfunden. Und die finden das große Klasse, wenn Araber sich in die Luft sprengen. Aber in dem Augenblick, und das sieht man jetzt zur Zeit, wo die Hisbollah Schläge einstecken musste, die sehr unerwartet für sie sind und sie sehr schneller, soweit man das momentan sehen kann, einen Abgrund gebracht hat, als man das gedacht hätte. Und der Nasrallah hat offensichtlich in den letzten Tagen in Richtung Iran gesagt, jetzt helft uns mal. Und da treten die Iraner jetzt höflich zurück und sagen, ob's ist doch dein Problem. Ja? Also das ist interessant und bleibt abzuwarten, was sich da entwickelt. Aber ich bin kein Prophet und ich habe... Also ich würde mich da jetzt auch nicht betätigen als Prophet gern. Jetzt wieder eine Frage hier von hinten. Sind nach dem 7. Oktober, wenn man zurückgeht auf den 1., wären die Abrahams Accords noch möglich, bedeutsam? Ich brauche nicht zurückgehen. Ich meine, ein Land mit Fragezeichen ist der Sudan, aber das sind interne Probleme im Sudan. Kein einziges arabisches Land hat die diplomatischen Beziehungen zu Israel auch nur in Frage gestellt, durch das, was nach dem 7. Oktober passiert ist. Niemand in Israel stellt in Frage, dass die Abraham Accords irgendwo jetzt mit einem Fragezeichen versehen sind. Johannes, erklär mal kurz Abraham Accords. Also das sind diese Abkommen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, mit Saudi-Arabien noch nicht. Ja, aber das wurde aufgehalten. Da müssen wir abwarten. Aber Nordafrika, also ob Sudan ist, Marokko, dass diese Länder einfach, das sind übrigens keine Friedensabkommen, wurde nirgends so gesagt, sondern es sind Normalisierungsabkommen. Das heißt, nach Aussage dieser arabischen Länder selbst, die haben gesagt, wir hatten nie Krieg mit Israel. Warum sollen wir Krieg mit Israel machen? Manchmal wurde ganz klar gesagt, warum sollen wir uns von den Palästinensern hier instrumentalisieren lassen? Wir haben seit Jahren, manchmal schon seit Jahrzehnten, gute wirtschaftliche Beziehungen mit Israel. Das ziehen wir jetzt auf die diplomatische Ebene. Hier war noch die Frage, wie begegnet man denn Israel-Kritiker oder auch Israel-Feinde, die einfach da eine ganz andere Haltung haben? Ich glaube nicht, dass es da eine Pauschalantwort gibt. Also wichtig ist, dass man einander zuhört, dass man sieht, was der andere bringt an Fragen, dass man auch sieht, es mag da manche Leute geben, die sehr verbissen sind und die gar keinen Wert auf eine andere Meinung legen. Da bringt es dann auch nicht viel, mit so jemandem zu reden. Ich denke aber, dass es viele gibt, die echte Anfragen haben, die vielleicht aus Quellen sich informiert haben, die propagandistisch sind oder die, je nachdem, ich müsste danach fragen, ja. Und da würde ich Mut machen zum Gespräch, auch zum kontroversen Gespräch. Also die Frage, was ist jetzt im Blick auf den Vorwurf Landraub und Siedlung illegal? Zuerst einmal ist es für mich ganz wichtig, dass wir die historischen Tatsachen sehen. Und da ist das eine kleine Hilfe. So etwas Dünnes sein, wurde übrigens von einem Freund von mir, von Heinz Reusch, angefangen, der gesagt hat, ich möchte einfach meinen Reisegruppen so das Minimum mitgeben, was man wissen sollte über den Nahen Osten, übers Land. Ich habe da drin eine Landkarte entdeckt von 1936. Jüdischer Landbesitz 1936 im damaligen Mandatsgebiet Palästina. Das gesamte südliche Drittel des Gazastreifens, das gesamte Gebiet um Khan Yunis und Rafah
war 1936 alles privater jüdischer Landbesitz. Ich denke, solche Sachen sollte man mal wissen, bevor man zu der Frage mit dem Landraub kommt. Wenn Sie tatsächlich jemanden kennen, wo ein Jude einem Araber, Palästinenser Land geraubt hat, bringen Sie mir das. Da gibt es sehr einfache Wege, dem Palästinenser zu seinem Recht zu verhelfen. Ich bin jahrelang diesen Anklagen nachgegangen. Ich weiß heute keinen Fall, wo Juden Palästinensern Land geraubt haben. Ich weiß allerdings Fälle, wo Palästinenser, palästinensische Christen, evangelikale Christen, Staatsland sich versucht haben oder versuchen, unter den Nagel zu reißen. Und ich denke, da sollten wir sehr genau sein und nicht mit zweierlei Maß messen. Und wenn wir jetzt das Gesamte sehen, wenn wir von 1948, 1949 anfangen und über die Frage von Privatland gehen und sagen, okay, da wurden Palästinenser vertrieben, sagen wir einmal, es stimmt. Man muss da auch genauer hinsehen. Ich habe jahrelang den alten palästinensischen Mann, die alte palästinensische Frau gesucht, die mir sagen können, wir wurden so und so vertrieben. Ich habe sie nicht gefunden. Ich habe alle möglichen Gerüchte gefunden, aber nicht die Menschen, die Augenzeugen waren. Aber nehmen wir mal an, da wurden 800.000 Palästinenser vertrieben. Dann haben wir im selben Zeitraum ungefähr 1 Million Juden, die aus arabischen Ländern, ich sage jetzt einmal, verschwunden sind. Im Gegensatz zu Israel kann ich auf der arabischen Seite nachweisen, dass dort eine gezielte Politik betrieben wurde, Enteignungen, Vermögen einfrieren, Staatsbürgerschaft aberkennen. Das ist ethnische Säuberung. Und wenn wir fragen, wie viel Land geht es da, dann haben die Juden in den arabischen Ländern, über die fast niemand spricht heute, also die Juden aus den arabischen Ländern haben dort Landbesitz unentschädigt zurückgelassen, der ungefähr 4-mal so groß ist wie der gesamte Staat Israel inklusive der besetzten Gebiete. Das heißt, wenn wir das anfangen aufzurollen, was da war und wer welches Privatland verloren hat, dann müssen die arabischen Länder anfangen, Israel zu entschädigen. Und das sind, jetzt bin ich noch nicht, Sie denken immer das, ja, Analyse, Meinung, ja, ich war noch bei den Fakten. Und das sind Fakten, die nachweisbar sind. Man muss da nur sagen, ich möchte bitte beide Seiten sehen. Und wenn ich komme über die Sache, ja, auch was heute Behauptungen betrifft, in Israel zum Beispiel, die Siedler, die da immer, lassen Sie uns hingehen und das ist eine Hilfe, wo Sie zunächst mal ganz klar die Sachen sehen können. Und ich sage nicht, dass da auf israelischer Seite nicht Unrecht passiert. Ich kenne Leute, die recht mafiaartig vorgehen auf israelischer Seite. Ich weiß das von jüdischer Mafia. Also von daher, ja, das gibt's. Aber wenn wir das in den Konflikt hochziehen, da müssen wir beide Seiten sehen. Johannes, wie ist die Tourismussituation in Israel und welche Perspektive hast du? Ich bin hier trotz Reisewarnung für mich nach Deutschland. Dass ich jemals nach Deutschland komme, wobei eine Reisewarnung für mich besteht, hätte ich nie gedacht. Sie können Vielleicht heute. Kannst du es noch mal ganz kurz erklären, warum für dich die Reisewarnung besteht? Ja, nicht weil du Schwabe bist. Ne? Nein, die besteht für alle Israelis. In alle Länder Europas außer Tschechien und Ungarn. Die zwei Länder sind nach der Ansicht des Außenministeriums in Israel sicher. Sie können heute, wenn Sie wollen, gerne nach Israel kommen. Übrigens, was das Tolle ist, Sie müssen in der Grabeskirche keine Schlange stehen. Alles ist leer. Ja, also von daher, es gibt übrigens Reisen, es gibt Solidaritätsreisen, es gibt Leute, die kommen jetzt und helfen in der Landwirtschaft. Es gibt eine ganze Reihe von Dingen.
Von daher, wie die Perspektive aussieht, sobald da aufgeräumt ist mit den Raketen, denke ich, dass es wieder losgeht. Und für mich ist es eher manchmal deprimierend, dass die Hotels in Deutschland einfach viel besser sind als die in Israel. Vom Service her, ja. Aber das ist, also da könnten die Israelis noch einiges lernen. Und ich denke, die Israelis sollten da auch lernen, dass sie selbst Service machen und nicht nur das an andere eingekaufte Kräfte weitergeben. Aber da gibt es, ich sehe da nicht schwarz. Übrigens auch die Tourismusbranche ist eine wichtige Branche, aber die Wirtschaftsmacht Israels und die eigentlichen Wirtschaftszweige, die viel Geld bringen, die haben jetzt eher profitiert von dem, was passiert ist, und nicht gelitten. Also warum palästinensische Bevölkerung bei den arabischen Nachbarn und Ländern nicht aufgenommen wurden? Das war Ihre Frage, ne? Genau. Bei mir rattert es jetzt, dass ich es möglichst kurz mache. Der eine Punkt ist, dass die Araber untereinander sich nicht wirklich grün sind. Gucken Sie Syrien an, da nimmt man den Deckel, hebt den Deckel der Diktatur etwas und die bringen sich in Massen gegenseitig um. Etwas Ähnliches wäre unter Palästinensern genauso der Fall. Das ist ein Punkt. Auch ich habe noch kein arabisches Land getroffen, das die Palästinenser lieben würde. Das einzige arabische Land. Das heißt, es gibt zwei Länder, die haben die Palästinenser als Menschen behandelt. Und das eine Land ist Israel und das andere Land ist Jordanien. Und wenn Sie schon nach Libanon gehen, wie dort Palästinenser behandelt wurden, als ich dort zuletzt war, da hat mir ein Freund noch erklärt, ich weiß, das hat sich jetzt gesetzlich verändert, aber dass Palästinenser 70 Berufe im Libanon nicht ausüben durften. Und gehen Sie in die Länder, fragen Sie die Leute, was sie über die Palästinenser denken. Also von daher, der andere wichtige Punkt ist, dass es sich finanziell schlicht und einfach nicht gelohnt hätte. Die Palästinenser haben durch ihre Flüchtlingssituation, zum Beispiel durch die UNRWA, durch diese Flüchtlingsorganisation, die speziell für die Palästinenser da ist, und dann gibt es die UNHCR, das ist die Flüchtlingsorganisation für den Rest der Welt. Die palästinensischen Flüchtlinge haben auch eine andere Definition, was ein Flüchtling ist, während der Rest der Welt, also und zwar total entgegengesetzt. Für die Palästinenser lohnt es sich gar nicht, nicht mehr Flüchtling zu sein, sich irgendwo zu integrieren, rein finanziell. Und da gibt es einiges aufzuarbeiten. Johannes Svetlana, wenn ich es richtig verstanden habe, nach dem 7. Oktober gibt es hier palästinensische Solidaritätslager, ja, was immer wieder zwar auch versucht wird aufzulösen, aber wird weiterhin zugelassen. Und das ist natürlich auch ein Signal in der Öffentlichkeit. Ne? Und wie denkst du darüber, wenn du so hörst? Also zunächst mal, ich bin nicht mehr Journalist seit 2016 und ich genieße die Medienabstinenz. Deshalb gibt es tatsächlich viele Dinge, die ich nicht weiß. Ich wusste von diesen Lagern nichts. Ich wundere mich über manches, was sowohl hier als auch in Amerika, als auch in Frankreich abläuft. Ich habe die Intelligenz für intelligenter gehalten. Denke auch, dass man sich eine Meinung bilden sollte anhand von Fakten und nicht anhand von Gerüchten. Aber es gibt natürlich auch Leute, die beschäftigen sich auf diese Art und Weise. Ja? Also ich kenne die nicht und ich müsste die jetzt fragen und hingehen und sagen, warum macht ihr das? Ja? Habt ihr sonst nichts zu arbeiten? Oder ist es eure Zukunft, dass ihr da statt studieren solche Lager macht? Ja? Wenn Leute das machen, um den Palästinensern zu helfen, also wer tatsächlich den Palästinensern helfen will, der soll zunächst mal hingehen und sich kundig machen und dann anhand von klaren Maßstäben, deshalb habe ich das gebracht am Anfang, was ich gesagt habe, anhand von klaren Maßstäben sich überlegen, was hilft den Leuten.
Palästinenser haben an ihrem Gejammer und an ihrem Flüchtlingsdasein einen unwahrscheinlichen Reichtum verdient. Es gibt, man kann heute einen Bachelor machen in Fundraising an der Bir Zeit Universität in Ramallah. Und, oder nördlich von Ramallah. Und da geht es nur darum, dass man dort lernt als Bachelor, wo man welche Formulare mit welchen Begründungen ausfüllen muss, damit man Unterstützung kriegt. Und dass sowas nicht gesund ist für Leute, also ich weiß ja, dazu muss ich eigentlich nicht mal Schwabe sein, um das zu begreifen, oder? Also. Steigen wir letzte Fragerunde ein. Johannes, wie sicher fühlst du dich in Israel und hast du Angriffe durch Raketen und anderes schon mitbekommen? Was sagt man da drauf? Ich hatte im letzten Jahr 7 Kinder in Uniform. Ich glaube nicht, dass es irgendjemanden in Israel gibt, der nichts mitbekommen hat. Vielleicht irgendjemand, der in einem Zelt in Machtesh Ramon oder so, aber auch dort sind schon Raketen geflogen. Ich war Kriegsberichterstatter, habe die zweite Intifada und den zweiten Libanonkrieg. Wie sicher fühlt man sich? Sehen Sie, was mir jetzt mal abgesehen von meinem Glauben und von dem, das mir wichtig war, wo stellt mich mein Vater im Himmel hin und wo gehe ich dahin? Was mir da wichtig war, oder was ich gemacht habe, ist, ich hab mir Statistiken überlegt, was wie gefährlich ist. Ich will nicht unverantwortlich sein. Ich bin Vater von 5 Kindern. Ich weiß nicht, ob ich immer verantwortlich war. Ich habe wahrscheinlich manches gemacht, was nicht der Weisheit letzter Schluss war. Aber ich erzähle etwas, was, also die Frage, die mich begleitet hat und die mich begleitet, ist: Herr, was willst du mir sagen? Ich sehe Israel immer mehr als ein Werkzeug in der Hand Gottes und ich sehe, dass der Zielpunkt Gottes mit dem, was er mit Israel macht, immer weit über Israel hinausgegangen ist. An manchen Stellen so, dass Gott dem Volk Israel sagt, ich mache es nicht um euretwillen. Ich habe da andere Ziele damit. Das ist auch, was vielen Juden nicht gefällt, wenn sie das anhand der Bibel sehen. Ich bin jetzt im Überlegen, wie weit ich mich in ein theologisches Fettnäpfchen reinsetze. Es geht an manchen Stellen um den Kern in unserer Theologie. Wir haben so sehr leichtes Denken, okay, ich bin schuldig geworden und deshalb hat Gott Jesus geschickt und Jesus ist am Kreuz gestorben und sein Blut wäscht mich rein von aller Schuld und dann ist Jesus auferstanden und deshalb bleibt mir jetzt eigentlich nicht mehr viel mehr als auf den Himmel zu warten. Ich habe gemerkt in den letzten Jahren, dass Kreuzes geschehen und ich sage es jetzt mal so theologisch. Bitte, wenn ich jetzt über irgendjemandes Kopf hinweg spreche, dann entschuldigen Sie mich. Ja, jetzt geht es so bei mir. 2 Minuten. Nur noch 2 Minuten, ja. Aber du weißt ja, wie man so Leute ausbremst. Ich habe das schon, hast du mir erzählt, ja. Kreuzesgeschehen. Ich habe gemerkt, dass das viel breiter ist, als wir gemeinhin denken. Da gehört das jüdische Volk mit hinein, und zwar von der Bibel her mit hinein. Viel länger, als wir denken. Und bis in die Gegenwart hinein. Und dann ist da der Vater. Der Vater. Und durch das, ich habe gemerkt, dass es viel leichter ist, wenn ich in Kriegsgeschehen hineingehe und meine Familie hinten sitzen lasse, als wenn ich meine Kinder, meine Töchter hineingehen sehe. Und ich habe mir die Frage gestellt, wer hat in der Zeit, wenn Sie das einmal nur die Zeit nehmen von Gründonnerstag bis Ostersonntag oder Karfreitag, wer hat da mehr gelitten? Der Herr Jesus, der das Ganze, die ganze Passion, Sie kennen es ja, durchgelitten hat, dass er
gegeißelt wurde, verspottet wurde, dann 6 Stunden ans Kreuz gehängt wurde. Wer hat mehr gelitten, der Herr Jesus oder der Vater, der sich das Ganze ansehen musste, der das Ganze geschaffen hat, der dadurch seine Hände ausstreckt und etwas von dir, von mir möchte? Also, Sie haben gefragt, wie ich mich fühle. Ich fühle mich da am besten, wo der Vater im Himmel mich haben möchte. Aber das heißt nicht, dass der Vater im Himmel da mit mir ganz tief was macht, aber es ist nicht Angst. Es sind andere Dinge, die sind auch nicht einfach, gehen sehr tief und die fordern manches sehr tief heraus. Also bis hinein in meine pietistische, wie sagt man es auf Deutsch, Soteriologie. Theologische Prägung. Theologische Prägung, also Erlösungslehre. Ja. Wirklich in den Kern rein. Johannes, ich werde dir gleich jetzt noch ein paar Fragen stellen. Wir kommen zum Ende. Ich werde dir gleich eine Frage stellen, die ich dir jetzt schon sage, dann kannst du dich vorbereiten. Du sagst, dein Grundanliegen ist, was sagt Gott damit, mit dem, was passiert? Was verstehst du, dass durch diese ganzen Ereignisse, die sich im Nahen Osten zutragen, dass Gott der Christenheit sagt? Du darfst noch was anders beantworten. Welche Bücher hast du uns mitgebracht? Ist einfacher. Ja, die Frage kommt gleich noch wieder. Ah ja, okay. Ja, jetzt hast du den Werbeblock. Ah, den Werbeblock. Ja, ja. Also ich habe Ihnen 4 Bücher mitgebracht. Das eine habe ich Ihnen schon gesagt, das ist einfach diese Landkartenreihe. Übrigens, da waren vielleicht hier manche dabei, ich weiß es nicht, die mich auf Dinge hingewiesen haben. Vielen Dank für alle, die da mitgeholfen haben. Ja. Und wenn es Korrekturen gibt, ich baue die immer noch ein, die kommen dann bei künftigen Auflagen wieder noch rein. Eine Sache, die da draußen liegt, heißt provokativ. Denkanstöße aus Israel sind kurze Stücke, etwas querbeet. Ich habe hier gerade Chaos in Gaza, aber auch der Wert des Lebens. Theologisches, Beobachtung von Nahostkonflikt. Das können Sie auch von hinten nach vorne lesen oder in der Mitte anfangen oder sagen, das interessiert mich. Das sind kurze Stücke. Was mir noch sehr am Herzen liegt, das ist ein Buch, das ist eine Auslegung von Psalm 2 und 1. Und da gehe ich einfach durch den Psalm 2 in der Reihenfolge. Gehe ich zuerst durch den Psalm 2 durch und habe dann gemerkt, oh, das sind eigentlich, ist ein Psalm, Psalm 1 und 2. Und gehe dann zurück. Also ich nehme sie da auf dem Weg mit, ist aber eine Vers-für-Vers-Auslegung. Das wichtigste Buch, das ich mitgebracht habe, das hat meine Frau geschrieben, das heißt Jirael und die Kinder aus Jerusalem. Das ist ein Kinderbuch für alle. Ich könnte mir vorstellen, hier gibt es so manche Opas und Omas. Wenn ihr was zum Vorlesen braucht, ja, ist das eine gute Sache. Meine Frau behauptet steif und fest, das sei alles erfunden. Meine Tochter hat das Buch schon angepriesen mit den Worten, wenn ihr wissen wollt, wie wir aufgewachsen sind, dann... Da gibt es also einen innerfamiliären Streit, und wenn meine Frau und meine Töchter miteinander Diskussionen haben, mische ich mich normalerweise nicht ein. Ich denke, es ist rein zufällig, dass die Schirelle eine tschechische Mutter hat und einen wahrscheinlich deutschen Vater und als Christin in Jerusalem aufwächst und dadurch jüdische Feste beschreibt und wie sie... Also da war ich sogar dabei, ja, das haben wir auch mal irgendwann gemacht, Schildkröten gesammelt am Meer und die dann ins Meer entlassen. Und ähnliche Sachen, ja. Johannes, fährst du das nochmal hoch? Ich möchte noch eine Sache hier noch zeigen, ja. Die Frage mit der Christenheit. Noch nicht. Dein Dienst finanziert sich über Spenden. Wir werden heute Abend hier ein Körbchen stehen haben, wer sagt, ich möchte diesen Dienst unterstützen. Ja, dass Johannes unterwegs sein kann, dass du theologisch arbeiten kannst, dass du Gemeinden Impulse gibst, Christenimpulse. Der ist herzlich eingeladen, da heute zu geben. Wir werden das sammeln und an dich weiterleiten. Alle, die jetzt online dabei sind oder die sagen, Mensch, mein Geld ist heute Abend schon ausgegeben, was kann ich tun? Auf der Webseite, da ganz rechts oben, auf das Spenden klicken. Da könnt ihr, aber ich möchte es wirklich sagen, ja gut,
Wer uns da unterstützen möchte, kann das gerne machen. Ich habe nur eine Bitte, schreibt Absender deutlich und am besten mir noch eine E-Mail. Das hilft uns sehr, weil wir mal keine Recherchen machen, wer dahinter steckt oder so. Ich wollte hier noch eines zeigen. Und zwar eine Sache, wo für mich in den letzten 5, 6, bald 10 Jahren recht viel Zeit, Geld, Überlegung reingeflossen ist. Was mir am Herzen liegt, ist, dass Christen von der Bibel her Stellung beziehen. Und für mich war die Frage, oder ist die Frage, wie kriege ich die Leute zum Bibellesen? Ich habe Bücher geschrieben und dann sehe ich, die Leute lesen dann manchmal die Bücher statt der Bibel und das will ich eigentlich nicht, ich möchte, dass sie Bibel lesen. Und ich habe seit eigentlich 2015 oder so angefangen, Kurzfilme zu machen. Einige mögen sie kennen von Bibel TV. Da sind die biblischen Impulse eine Zeit lang gekommen. Die können Sie alle nachgucken. Mach mal den Cursor auf das Video. Ja, genau da, aber nicht draufklicken. Nicht draufklicken, ja. Da gibt es zum Beispiel 40 Videos mit Abraham unterwegs. Das sind so 5 bis 10 Minuten Videos. Und dann gibt es 70 Videos über Römer 9 bis 11. Oder dann gibt es, wir haben jetzt mit den Dreharbeiten das fertig gemacht, das Buch Ruth. Das werden über 60 Videos letztendlich. Da zeige ich Ihnen gleich eines. Da gibt es aber auch zum Beispiel gemeinsam Bibellesen. Das mache ich mit den sächsischen Israel-Freunden. Wir machen das schon einige Jahre lang miteinander, dass wir uns so einmal im Monat treffen und etwas tiefer bohren. Da haben wir wirklich am Anfang der Bibel angefangen. Es gibt Propheten, die behaupten, bis zum Ende des tausendjährigen Reiches wird man dann durch die Bibel durchkommen. Ja? Also wir sind jetzt, glaube ich, bei Kapitel 9 am Anfang Oktober irgendwann. Gucken Sie da einfach mal durch. Ich zeige Ihnen mal, wenn du mal drauf gehst auf das Buch Ruth und da drauf klickst, da kommen Sie zu... Du alles akzeptieren? Naja, selber schuld. Also eigentlich kommen Sie da auf, was hast du da jetzt akzeptiert? Wie? YouTube, dass man das da machen darf. Da haben Sie die ganzen, also so eins nach dem anderen, immer so zwischen 5 und 10 Minuten lang. Klick mal auf das erste, eine prophetische Lehrerzählung. Und dann mach es mal gleich ganz groß. Hat einen Ton? Also theoretisch können wir das hier sogar in der Gemeinde machen. Ja? Du kannst jetzt wieder abstellen. Jetzt siehst du gleich mich laufen. Da. Und ich erzähle dann was. Ja? Sind sehr gut gemacht, die Videos. Das am Anfang war meine Schwiegertochter. Das war nicht die Rot, nur dass man das weiß. Ja? Da taucht da dann irgendwann mal, jetzt wahrscheinlich noch der Ovet auf. Aber mein Traum wäre, das ganz kurz, lass die rennen. Mein Traum wäre, dass Sie sowas als Hausgruppe, als Bibelkreis, da können Sie zu zweit, zu dritt, zu fünft sein, dass Sie müssen nur vorbereiten, um welchen Text geht es. Sie lesen miteinander den Bibeltext, machen Hauskreissetting. Was Gutes zu trinken, was Gutes zu essen oder was auch immer Sie da machen. Ja? Dann nur den Bibeltext lesen, dann gucken Sie sich das Video an, das dazugehört. Nur eins immer, nicht mehrere. Und nicht vorausgucken, sondern eins angucken und dann sprechen Sie darüber. Und dann beten Sie darüber. Und dann habe ich Ihnen eigentlich damit so 2 Jahre Hauskreis vorbereitet. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Der Witz ist, ob Sie sowas einsetzen. Ob Sie damit arbeiten. Und wissen Sie, was das Tolle ist? Wenn Sie einen Sigi zum Hauskreis einladen, da dürfen Sie nicht widersprechen. Weil was der sagt, ist... Der Papst aus München, genau, richtig. Wenn Sie mein Video angucken, Sie können ganz anderer Meinung sein. Sie können sogar sagen, der Johannes spinnt. Johannes, noch besser, mich kannst du nicht abschalten. Richtig. Ja, aber das ist nach 5 Minuten, also ich halte mich da wirklich an die Zeit, wo die unten dran steht. Ja? Da kann man richtig gut planen. Also ich wollte Ihnen einfach Sachen an die Hand geben, um weiterzuarbeiten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Was sagt Gott? Oh, in Situationen. Ich wollte ausweichen. Und wo, was ist so dein Eindruck, dass Gott durch diese Ereignisse im Nahen Osten, in Israel, in den Nachbarländern, dass Gott der Christenheit damit sagen will oder eine Spur auf diese setzen will?
guck, ich bin nicht die Christenheit. Und Jesus sagt wahrscheinlich, was geht's dich an, wenn es um die Christenheit geht? Ich kann dir sagen, was er mir gesagt hat, und ich glaube, ich habe die Sachen heute Abend auch schon gesagt. Was ich, und das habe ich zeugnishaft ein Stück weit weiter gesagt, was hat er mir gesagt? Da war eine Sache, die Sache mit den entführten Mädchen in Nigeria. Wenn Gebet tatsächlich was ändert, beten wir für die Leute. Beten wir für die Leute, die seit Jahren Nordkorea im Kerker sitzen, furchtbar missbraucht werden. Schreckliches, was da passiert. Wir übersehen ganz viel. Wir leben in unserem Speck und merken gar nicht, was um uns herum passiert. Und ich denke, dass das ein Aufrütteln war. Eine andere Sache, die ich gesagt habe, das ist das Vaterherz, das mir persönlich dadurch klar geworden ist. Aber ich fände es spannend, wenn du hergehst und fragst, Herr, was willst du mir dadurch sagen? Und wenn sie das dann mitbringen und wir in der Gemeinde darüber sprechen und sie mir erzählen können, also sie können mir auch schreiben, vergessen Sie den Bierdeckel nicht, ja, denn was hat Gott ihnen gesagt? Und wir das sammeln könnten. Und es sieht vielleicht ganz unterschiedlich aus. Und vielleicht, Sigi, ich weiß nicht, was dir Gott gesagt hat durch das Ganze. Wir müssen jetzt auch nicht nochmal anfangen, du hast gerade gesagt, du bist da nicht zu bremsen. Aber aber das wäre doch spannend, vielleicht machen wir das heute Nacht auch noch. Ja? Du sagst mir und wir, vielleicht kommen da gegensätzliche Sachen raus. Wie kann Gott dir sowas sagen? Ja? Und vielleicht macht es dann weiter in mir. War es jetzt lang genug? Dankeschön. Ich habe gerade überlegt, wie lang unsere Nacht ist. Zum einen, Johannes, ganz herzlichen Dank. Wir wünschen dir einfach so diese Impulse Gottes für dich und den Schutz Gottes für dich, für deine Familie und laden gleich wieder ein. Also die Einladung nach München steht und vielleicht auch sonst woanders nochmals. Der Hinweis, wir haben den ganzen Abend aufgezeichnet, der Abend wird veröffentlicht. Ich habe die Fragen deshalb nochmals wiederholt, damit sie auch in dem Mitschnitt sind. Wir werden das zusammenschneiden, dass es komprimiert ist. Und dann kann dieser Abend auch auf YouTube nochmal nachgesehen werden, vielleicht das ein oder andere nochmal an Leute weitergegeben, wo man sagt, die wären gerne dabei gewesen, haben heute Abend nicht gekonnt und dementsprechend auch da denen die Chance zu geben. Ich würde jetzt gern mit uns beten. Jesus, du hast uns in diese Welt hineingestellt, die du als deine Welt bezeichnest und die deine Welt ist. Und hast uns hineingestellt als Menschen, die Verantwortung übernehmen sollen für sich, für den Auftrag, für die Menschen, die du uns gibst. Und wir wollen diese Verantwortung heute Abend dafür übernehmen, dass wir die Menschen in deine Gegenwart hineingeben. Dein Volk, das du erwählt hast, in all den Kämpfen, wo sie sind, in all den schwierigen Situationen, in all dem, was wir verstehen und nicht verstehen. Mose hat gebetet, es ist dein Volk und wir wollen uns dieses Gebet zu eigen machen und sagen, ja, es ist dein Volk, nimm dich um sie an. Und das sind diese Menschen, die leiden unter dem Krieg in Gaza, im Libanon. Es sind deine Menschen. Nimm dich um sie an, Herr. Und jetzt beten wir für die vielen Völker und vielen Menschen, die uns gar nicht vor Augen sind, die heute nicht zufrieden den Tag erleben können, die nicht wissen, wie ihr Leben verlaufen soll. Es sind deine Menschen. Erbarm dich über sie und sei du mit uns auf dem Heimweg, in dem Rest der Woche, als unser Gott, der uns trägt, der uns umgibt und der die letzten Worte über diese Weltgeschichte spricht. Amen. Jetzt verabschieden wir alle, die noch im Zoom sind. Schön, dass ihr dabei gewesen seid
Und hier ist die Möglichkeit, jetzt mit Johannes noch ins Gespräch zu kommen. Johannes, du wirst draußen bei deinen Büchern sein. Da gibt es auch die Bierdeckel. Wer eine Widmung ins Buch will, der kann vielleicht noch mal nachfragen, ob du willens bist. Weihnachten kommt und Tante Erna freut sich vielleicht, wenn ein Herr Gerloff da was reingeschrieben hat. Schön, dass ihr hier gewesen seid. Das Körbchen steht am Ausgang. Euch einen guten Heimweg. Bleibt von Jesus begleitet und gesegnet. Schön, dass ihr hier gewesen seid.